Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 199 vom 7. August 2020. Und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche auch nach dieser Sommerpause wieder Ulf Burmeier, das bin ich, Jurist aus Berlin und am anderen Ende der Leitung. Philipp Banse, Journalist ebenfalls in Berlin. Ganz herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe nach unserer Sommerpause. Gut erholt zurück am Start mit der Analyse der politischen Ereignisse hierzulande und in der Welt, so sie uns denn interessieren und wir sie für relevant halten. Bevor wir einsteigen in die Themen, noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön für eure Unterstützung, auch durch die Sommerpause hinweg. Es kamen ganz viele Spenden weiterhin rein, Daueraufträge, aber auch Einzelspenden. Vielen, vielen Dank. Wir haben ganz nettes Feedback bekommen zu unseren drei Sommerfolgen, vor allem zu dieser Spezialfolge, quasi Crashkurs, wie funktioniert eigentlich das Gerichtssystem in Deutschland, haben wir notiert. Machen wir bestimmt gerne mal wieder so eine Hintergrundfolge oder wollen vielleicht auch so ein paar Hintergrundblöcke immer mal einbauen in die aktuelle Lage. Das bietet sich ja immer wieder an. Ja, also ganz vielen Dank für das nette Feedback und natürlich auch für eure Abos. Die sind nämlich weiter gewachsen, die Abozahlen. Unter lagedernation.org findet ihr so oben einen Knopf Lage Plus werbefrei. Da könnt ihr euch ein Plus-Abo klicken. Das ist jetzt auch alles sauber getrennt durch die neue Seite vom Küchenstudio. Also wenn ihr euch da ein Abo klickt, dann unterstützt ihr die Lage. Und nur die Lage, das war bisher nicht anders, aber doch etwas missverständlich auf dieser Küchenstudio-Seite. Das ist jetzt also ganz klar und eine unglaubliche Unterstützung für uns und vor allen Dingen für mich. Stichwort Geld und Überweisung. Da haben wir uns in den letzten Wochen, eigentlich Monaten, muss man sagen, immer mal wieder Mails von euch erreicht, die so Tenor lauteten, ja, ich wollte euch was überweisen, wollte euch was spenden, aber meine Bank hat mich gewarnt und gefragt, ob ich denn wirklich auf dieses Konto Geld überweisen soll. Dieses Konto stünde auf einer Betrugswarnungsliste und das sei. Ja, oder Geldwäscheverdacht oder so. Also, wir haben so ein bisschen den Eindruck, bei irgendeiner Bank oder bei einem Bankenverband insbesondere spinnen da die Algorithmen so ein bisschen rum, aber leider sind es eben doch viele Menschen, die da betroffen sind und wir haben so ein bisschen den Verdacht, dass das inzwischen echt Ausmaße erreicht, wo wir eventuell mal ein bisschen nachhaken müssen. Deswegen würde uns erstmal interessieren, wem von euch ist das schon mal passiert? Wenn eure Bank euch gewarnt hat, euch angerufen hat, muss man sich mal vorstellen, da sind sogar Leute angerufen worden von ihren Banken, nach dem Motto, wollt ihr wirklich der Lage Geld überweisen, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr bei unserer kurzen Umfrage mitmacht. Wir haben unter lagedernation.org/Umfrage ein kleines Formular ins Netz gestellt. Das könnt ihr anonym machen. Wir brauchen also zwingend nur die BIC, also diesen Bankcode und den Namen der Bank und möglichst das Datum, wo euch diese Warnung erreicht hat. Muss jetzt nicht taggenau sein, irgendwie circa 1. August reicht auch. Und wenn ihr wollt, das aber nicht zwingend eure E-Mail für Rückfragen, dann kriegen wir einfach mal einen Überblick, wie problematisch das eigentlich ist, wie viele Banken Computer da irgendwie verrückt spielen und schauen, ob wir da mal was machen müssen. Denn es sieht doch so aus, als wenn da einige Leute gewarnt werden, wenn man das mal hochrechnet. Also wir haben bestimmt ein Dutzend solcher Hinweise inzwischen bekommen und da mag man gar nicht sich vorstellen, wie viele Leute davon abgeschreckt wurden. Insofern vielen Dank, unter lagedernation.org/Umfrage könnt ihr mitmachen, wenn ihr gewarnt wurdet. Genau. Link findet ihr auch in den Shownotes. Damit zu unserem ersten Thema. Das ist die schreckliche Explosion in Beirut, die sich diese Woche ereignet hat, mit inzwischen mehr als 130 Toten und mindestens 5000 Menschen, die zum Teil schwer verletzt wurden. Diese Explosion hat den Hafen in Beirut komplett verwüstet und auch viele angrenzende Stadtteile. Da ist wirklich nicht mehr viel übrig vom Hafen. An der Stelle, wo sich diese Explosion ereignet hat, gibt es jetzt einen 140 Meter großen Krater. Der ist so groß, dass er eben sogar die Hafenmauer eingerissen hat. Deswegen ist er inzwischen vollgelaufen mit Seewasser. Hintergrund scheint zu sein, nach Angaben von Premier Hassan Diab, dass in einem Lagerhaus direkt im Hafen fast 3000 Tonnen, wahrscheinlich so circa 2750 Tonnen Ammoniumnitrat gelagert wurden. Dieses Ammoniumnitrat ist ein Düngemittel, kann aber auch als Sprengstoff genutzt werden, insbesondere wenn man es irgendwie mit Treibstoffen mischt. Und dieses Ammoniumnitrat ist zwar als solches nicht besonders brisant, ja, es geht also nicht so wahnsinnig schnell in die Luft. Es braucht eigentlich eine kleine Trigger-Explosion, um gezündet zu werden.
Aber geschickterweise wurden wohl im selben Lagerhaus auch Feuerwerkskörper gelagert. Und das war dann im wahrsten Sinne des Wortes eine explosive Mischung, Feuerwerkskörper und Ammoniumnitrat. Und das ist in die Luft gegangen in einer wirklich furchtbaren Explosion. Hintergrund des Ganzen scheint aber nicht einfach nur ein Unglücksfall zu sein, Philipp, sondern man muss schon sagen, riesige Schlamperei. Das ist alles immer noch so ein bisschen unter Vorbehalt, weil diese Ermittlungen natürlich laufen. Aber Stand heute scheint zu sein, dass halt vor Jahren ein Schiff im Hafen festgehalten wurde, das dieses Ammoniumnitrat geladen hatte und eben wegen zu hoher Explosionsgefahr nicht auslaufen durfte. Also wurde die Ladung ausgeladen, im Hafen gebunkert und dann irgendwie dort nicht mehr entfernt, obwohl es da wohl Hinweise gegeben hatte und immer wieder Mahnungen. Und nun wurden also 16 Hafenmitarbeiter festgenommen. Ja, muss man sich mal überlegen. Also 2013 war diese Geschichte mit dem Schiff und rund 7 Jahre lang hat es irgendwie niemand auf die Reihe gekriegt, diese explosive Substanz, diese gigantische Menge, ja, 2750 Tonnen, kann man sich vorstellen, ein Riesenberg, wieder aus dieser Lagerhalle zu entfernen. Und die Folgen sind eben gravierend. Beirut ist so eine Stadt von rund 2 Millionen Einwohnern und die Druckwelle hat jetzt weite Teile dieser Stadt verwüstet. Ja, also die Rede ist von 300.000 Obdachlosen. Das Kernproblem scheint wohl zu sein, dass Fenster zerbrochen sind, also aus dem Rahmen geflogen und Scheiben natürlich zerbrochen. Und da gab es so einen etwas tückischen Ablauf, der dazu geführt hat, dass die Zahl der Opfer besonders groß war, also insbesondere die Zahl der Menschen mit Schnittverletzungen im Gesicht. Und zwar war es nämlich so, dass vor diesem Big Bang es mehrere kleinere Explosionen gab in diesem Lagerhaus, mutmaßlich Explosionen von Feuerwerkskörpern. Und diese kleineren Explosionen vor dem großen Knall, die lockten die Menschen ans Fenster. Die haben halt geguckt, was ist denn da los im Hafen? Und als dann diese Riesenmenge Ammoniumnitrat hochging, da haben sie quasi im wahrsten Sinne des Wortes ihre Fensterscheiben ins Gesicht bekommen. Deswegen haben also tausende Menschen Schnittverletzungen im Gesicht davongetragen. Unter anderem berichtet das auch sehr plastisch eine Reporterin der New York Times. Also wer den Podcast The Daily hört von New York Times, in einer Folge schildert sie genau diesen Ablauf und das scheint eben Tausende von Menschen betroffen zu haben. Aber Philipp, man muss dazu sagen, das war jetzt nicht einfach nur ein dummer Unglücksfall in diesem Hafen. Dahinter steht noch eine ganze Menge mehr. Ja, also das scheint Indiz zu sein, wie gesagt, Stand heute dafür, dass im Libanon vieles nicht funktioniert. Also Al Jazeera bezeichnet Libanon auf dem Weg zu einem Failed State, also zu einem gescheiterten Staat. Zitat, deep-rooted culture of corruption sei dort, also eine tief verwurzelte Kultur der Korruption sei da zu finden. Incompetence and negligence in the Lebanese state apparatus, also Inkompetenz und wie sagt man, Verantwortungslosigkeit. Verantwortungslosigkeit, ja, genau, ja. Im Staatsapparat. Vor allen Dingen scheint es keine echte einheitliche politische Kontrolle über diesen Hafen gegeben zu haben. Es scheint da zwei Hafenbehörden zu geben, die dafür sich im Prinzip verantwortlich gefühlt haben, die Zollbehörde, die loyal ist mit dem aktuellen Präsidenten und dann die Hafenbehörde, die offenbar loyal sich noch zeigt zum ehemaligen Premierminister Hariri. Und so ist da offensichtlich ein Kompetenzwirrwarr entstanden und wo die eine Behörde der anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnt. Das zeigt, also das ging mir da ein bisschen so durch den Kopf, das zeigt einfach unter anderem, das zeigt natürlich eine ganze Menge, aber es zeigt unter anderem deutlich, was für Probleme es hervorrufen kann, wenn die Macht im Staat nicht eindeutig organisiert ist und wenn gewählte Politiker und Politikerinnen und dann abgewählte Politiker und Politikerinnen wie Hariri einfach sagen, ja, ich bin zwar abgewählt worden, aber ehrlich gesagt, ich akzeptiere das nicht so ganz. Und dann entstehen halt genau solche Risse in der Kompetenzhierarchie eines Staates. Und deswegen, das ging mir dann durch den Kopf, deswegen ist es so fatal und unglaublich gefährlich, wenn Leute wie Trump, demokratisch gewählte Politiker, auf die Frage, ja, würden sie denn ihre Abwahl akzeptieren, sagen, mal sehen, schauen wir mal, weiß ich noch nicht genau. Weil dann im Zweifel nämlich genau solche Strukturen entstehen können, dass sich Einheiten, Behörden eines Staates mal zum einen bekennen und die anderen dann zum anderen bekennen, weil sie sagen, er wurde ja nicht abgewählt beziehungsweise hat es nicht angenommen. Also das muss man einfach sagen. Ne? Ich habe jetzt im Urlaub nochmal dieses Buch gelesen, das wir ja auch schon verschiedentlich empfohlen haben. Ne? How Democracies Die, wie Demokratien sterben, heißt es wahrscheinlich auf Deutsch. Und da ist eine der vielen Thesen, aber die These, die vielleicht so heraussticht,
dass zu einer Demokratie eben viel mehr gehört als nur eine geschriebene Verfassung mit Spielregeln. Eine Wesensbedingung für eine Demokratie ist auch eine demokratische Kultur. Also eine Art inneres Bekenntnis dazu, demokratische Spielregeln einzuhalten. Und eine der ganz zentralen Spielregeln in einer Demokratie ist eben der regelmäßige Machtwechsel. Ja, dass man eben grundsätzlich den politischen Gegner, die politische Gegnerin akzeptiert als prinzipiell gleichrangig, als legitim, ja, dass man davon ausgeht, ein Machtwechsel ist eine Normalität, auch wenn es noch so wehtut. Ja, also an einer Stelle heißt es so schön in dem Buch, man kann am Wahlabend ja Tränen vergießen, ja, wenn man die Wahl verloren hat, aber man muss eben akzeptieren, wenn man verloren hat. Und das ist eine ganz zentrale Voraussetzung und das scheint im Libanon eben nicht so richtig der Fall zu sein. Dieser Ex-Premier Hariri zieht immer noch seine Strippen und hat in diesem Fall eben immer, jedenfalls berichtet es Al Jazeera, ja, wir haben da keine Insiderkenntnisse, immer noch quasi die Hand auf einer dieser beiden Hafenbehörden und so haben da quasi die Behörden der aktuellen Regierung und die Behörden der letzten Regierung gegeneinander gearbeitet und so blieben eben 7 Jahre lang diese Tonnen von hochexplosivem Ammoniumnitrat im Hafen liegen. Was für ein Wahnsinn. Genau. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was kann man angesichts einer solchen Katastrophe im Libanon machen? Man kann nur sagen, informiert euch und helft, wo ihr könnt. Das können Spenden sein bei bestimmten Organisationen, aber ich glaube, die Menschen dort brauchen jetzt Hilfe. Genau, wir haben uns jetzt entschieden, nicht einen Spendenaufruf quasi für eine bestimmte Organisation zu formulieren, weil wir dazu nicht die Kompetenz haben, um das wirklich zu beurteilen. Aber jedenfalls, wer sich dazu wirtschaftlich in der Lage sieht, der kann sich ja mal umschauen. Und ich bin mir ganz sicher, dass da Spenden gut angelegt sind. Wir blicken nach Deutschland und hatten ja eigentlich so ein bisschen die Hoffnung vor der Sommerpause, dass dieses Corona-Thema zumindest vorerst zu den Akten zu legen ist. Das ist aber offensichtlich nicht so, denn seit ungefähr Mitte Juli steigen die gemeldeten Infektionen auch hierzulande wieder. Weltweit ist es ja eh krass, dass sich das in den letzten 2 Monaten fast verdoppelt hat, aber auch hierzulande steigt es wieder und es gibt die Diskussion über eine zweite Welle, Dauerwelle, erste Welle. Das ist, finde ich, so ein bisschen müßig. Darüber zu reden. Tatsache ist, wir haben jetzt jeden Tag über 1000 neue gemeldete Infektionen. Wie ihr wisst, das spiegelt das Infektionsgeschehen ungefähr von vor 1-2 Wochen wieder. Dieser 7-Tage-R-Wert, also diese Infektionsrate, wie viele Menschen werden im Schnitt von einer infizierten Person angesteckt, der liegt jetzt bei 1, manchmal auch leicht drüber. Und es werden vor allen Dingen, das fand ich ganz interessant und bemerkenswert, immer weniger Landkreise gemeldet, die keine neuen Infektionen haben. Also dieses Coronavirus, das hat sich relativ breit niedergelassen in der Bundesrepublik. Es gibt immer, sagen wir mal so, wieder so Ausbruchsherde, die über alle Alterskohorten auch hinweggehen. Das sind Familienfeiern, das ist in der Freizeit, das ist im Beruf. Es gibt immer so einzelne Superspreader-Events wie diese Erntehelfer in Bayern, wo sich da über 100, glaube ich, Erntehelfer, Helferinnen angesteckt haben. Und die Reiserückkehrer, die natürlich jetzt zum Teil schon aus dem Urlaub zurückgekommen sind, jetzt demnächst auch noch mehr kommen werden und in den nächsten Wochen natürlich kommen werden. Spiegel schreibt, derzeit sind 10% der Neuinfizierten Reiserückkehrer. Und da hat jetzt die Bundesregierung, viele sagen etwas spät, gesagt, na gut, alle, die aus dem Urlaub zurückkommen, können sich seit einer Woche testen lassen, kostenlos testen lassen, innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Rückkehr. Das gilt für alle, ne? Das muss man vielleicht, das ist so ein bisschen unübersichtlich, die Lage. Also das, was du gerade geschildert hast, dieser kostenlose Test für die Rückkehrenden, der bezieht sich auf alle Rückkehrer. Also auch wer aus der Schweiz oder aus Frankreich zurückkommt, kann das tun. Auf der anderen Seite gibt es verpflichtende Rückkehrertests oder Rückkehrenden-Tests für Menschen, die aus Risikogebieten wieder einreisen. Also diese Risikogebiete werden ja vom Auswärtigen Amt. Ab morgen, Samstag, ne? Genau. Diese Risikogebiete werden ja vom Auswärtigen Amt festgelegt, in Zusammenarbeit mit dem RKI, glaube ich. In Zusammenarbeit mit dem RKI. Ja, genau. Genau. Und wer also aus einem solchen Staat zurückkommt, der muss sich innerhalb von 48 Stunden vor der Einreise quasi vor Ort noch testen lassen und dann so eine Art Negativtest mitbringen. Oder innerhalb von 72 Stunden nach der Reise und bis ein negatives Ergebnis vorliegt, müssen Rückkehrer aus Risikogebieten 14 Tage in häusliche Quarantäne. Ja, wie viele betrifft das? Das ist so ein bisschen unklar. Klar scheint, dass wir eine gute Million Tests pro Woche machen können, mittlerweile in der Bundesrepublik. An den beiden Berliner Flughäfen, da kommen jeden Tag so 2000 Leute aus Risikoländern zurück. In Frankfurt sind es aktuell
aktuell pro Woche ungefähr 16.000, die da zurückkommen. Also das ist so eine ähnliche Größenordnung, schreibt der Spiegel. Und eine Debatte war ja, sind solche verpflichtenden Tests, also wo du wirklich, wenn du in so einem Risikogebiet warst, dich testen lassen musst, den Abstrich lassen machen musst, ob das verhältnismäßig ist, weil es ja auch ein zumindest kleiner Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist. Tut weh. Was denkst du? Ja, das ist in der Tat, der Punkt. Man denkt ja immer, das ist ein Abstrich, aber wenn man mit Menschen spricht, die schon mal einen Corona-Test gemacht haben, das kann auch schon ganz schön wehtun. Und zwar, weil dieser Abstrich mit diesem quasi Q-Tip, ja, mit diesem Wattestäbchen, ja durch die Nase gemacht werden muss. Das heißt, da geht es dann eben so durch die Nase in den Rachenraum und das kann man sich schon vorstellen, ist jetzt nicht so richtig cool. Aber man muss schon deutlich sagen, das Infektionsschutzgesetz lässt das durchaus zu. Die Frage ist dann immer, ist das verhältnismäßig? Und das wiederum hängt davon ab, ob es tatsächlich eine quasi signifikant höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Menschen, auf die sich die Testpflicht bezieht, auch infiziert sind. Ja gut, und ich meine, da muss man sagen, das ist eben der Witz bei Risikogebieten, dass dort das Infektionsgeschehen im Vergleich zu der Situation in Deutschland signifikant gefährlicher ist. Und deswegen denke ich, macht das schon Sinn, quasi so ein kleiner Pieks oder ein kleines Würgen in der Nase, aber im Vergleich dazu, dass möglicherweise sonst Dutzende von Menschen infiziert werden, möglicherweise sogar Menschen zu Tode kommen. Da denke ich, ist die Verhältnismäßigkeit gut zu begründen. Das alles steht und fällt natürlich damit, ob die Risikogebietseinschätzungen tatsächlich überzeugend sind. Da muss man einfach dem Robert-Koch-Institut und dem Auswärtigen Amt vertrauen, dass die da vernünftige Kriterien anwenden und gegebenenfalls kann man das natürlich auch kontrollieren. Ja, also diese Listen sind ja öffentlich und wenn da Länder als Risikogebiete eingestuft werden, wo das zweifelhaft ist, dann denke ich, wird es da schon Proteste geben, sodass dann die Listen auch korrigiert werden können. Hat es ja auch gegeben. Ja. Also das sind natürlich viele Länder außerhalb der EU, aber eben auch, was weiß ich, Provinz Antwerpen in Belgien, spanische Region, Aragon, Katalonien, Navarra und auch Luxemburg. Da hat sich ja der luxemburgische Premierminister, glaube ich, war es, auch beklagt, wie das denn sein könne. Er sei nicht konsultiert worden. Also da gibt es schon auch Streit über die Einordnung dieser Risikogebiete. Die andere Frage war, wer trägt eigentlich die Kosten? Und da ist die Antwort jetzt eindeutig, die Kosten trägt der Bund. Also überweist das dann als höheren Zuschuss an die Krankenkassen, aber unterm Strich kommt das Geld aus der Steuerkasse. Wo ich sagen würde, also wenn du bewusst in ein Risikogebiet fährst, dann wäre es auch zuzumuten, 60, 100 Euro für so einen Test aufzubringen. Aber der Gedanke dahinter ist wahrscheinlich, die Tests, da kommen wir gleich noch dazu, sind so schwer zu kontrollieren. Wenn das jetzt auch noch Geld kosten würde, das die Leute selber zahlen müssen, dann wäre die Chance wahrscheinlich noch geringer, dass sie das tatsächlich tun. Deswegen übernimmt der Bund auch diese Kosten. Klar, ne, da kann man jetzt aus so einer quasi Gerechtigkeitsperspektive natürlich auch gegenhalten und sagen, na ja, aber wer sich eine teure Reise auf die Seychellen leisten kann oder weiß der Himmel, wo jetzt gerade Risiko ist, der kann doch dann wohl auch noch und so. Ja, aus dieser Perspektive mag das ja alles richtig sein. Das Problem ist aber eben, Philipp, und du hast es gerade gesagt, letztlich geht es doch hier um Pragmatismus. Es geht doch darum, dass wir einfach möglichst viele Menschen, die sich dieses Virus eingefangen haben, rechtzeitig finden wollen, bevor sie andere Menschen anstecken können. Und deswegen finde ich, muss das Kriterium jetzt sein, Testquote hochhalten bei diesen Reiserückkehrern und dazu ist die Kostenübernahme durch den Bund, denke ich, das richtige Mittel. Zumal man ja auch sehen muss, dass die Kosten für die Allgemeinheit ein Vielfaches höher sind, wenn Menschen wirklich krank sind. Also wenn jemand, stellen wir uns mal vor, ne, wenn jemand wirklich krank wird und auf die Intensivstation muss, dann sind also Zehntausende von Euros weg. Das muss man sich immer mal überlegen. Insofern, dafür kann man schon mal einen Test schmeißen. Also finde ich in Ordnung. Ich finde, den größten Haken an dieser Nummer ist die Frage, wer soll das eigentlich kontrollieren? Also konkret heißt das, du kommst aus dem Risikogebiet und hast 72 Stunden Zeit, dich testen zu lassen. Das heißt, die Reisenden, so heißt das beim Bundesgesundheitsministerium auf dieser FAQ-Seite, die wir auch verlinkt haben, Reisen aus den Risikogebieten sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Rückkehr zum zuständigen Gesundheitsamt zu begeben und dort zu melden. Also das müssen die Reisenden machen. Bei direkter Einreise aus Risikogebieten mit dem Flugzeugschiff, Bus oder mit der Bahn sind Aussteigekarten auszufüllen, die an die zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet werden können. Also das musst du ausfüllen und dann soll irgendwie die Airline, die Bahn diese Karten einsammeln und an die zuständigen Gesundheitsbehörden melden, damit die wissen, da kommt jemand aus dem Risikogebiet, da müssen wir eventuell mal kontrollieren und dann sollen die Behörden vor Ort Stichprobenkontrollen zur Überwachung der häuslichen Quarantäne durchführen. Ja.
Ja, also es ist im Grunde so eine Art Selbstanzeige, ne? Ja. Und da, ob das dann so funktioniert. Also ich würde mal denken, das zeigt doch eigentlich einen verhältnismäßigen Umgang damit. Theoretisch könnte man natürlich auch Passagierlisten irgendwie beschlagnahmen und so. Und hier wird den Menschen zunächst mal zugetraut, dass sie sich verantwortungsbewusst verhalten, sich selber melden und dann in häusliche Quarantäne begeben. Man kann es einfach nur hoffen, dass die Menschen das tun. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, trägt man eine schwere moralische Schuld, denke ich, wenn man eben zum Beispiel sich nicht in Quarantäne begibt, trotz Rückkehr aus einem Risikogebiet und dann möglicherweise dann andere Menschen ansteckt, die dann schlimmstenfalls zu Tode kommen. Also ich finde das eigentlich angenehm, dass das jedenfalls der Bund erstmal versucht, mit einer Regelung, die einerseits eben die Kosten übernimmt und auf der anderen Seite dann aber auch so ein bisschen auf die Eigenverantwortung setzt. Wenn das dann nicht funktioniert, wenn man das Gefühl hat, die Leute drücken sich und tauchen ab, dann kann man immer noch überlegen, ob was anderes fällig ist. Die Gesundheitsämter können ja auch Bußgelder verhängen. Ne? Also wenn die das dann kontrollieren und das passiert nicht, dann gibt es da schon Strafen. Aber ich würde mal sagen, die Maschen, die sind da schon recht groß. Und man kann einfach nur appellieren, Leute, ihr wart in einem Risikogebiet, ihr wisst, dass ihr da wart, also macht das. Punkt. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Schon aus Schutz der eigenen Familie, der eigenen Verwandten und so. Das muss eigentlich gehen. Und wenn die Kosten übernommen werden, und es gibt ja auch an verschiedenen Orten diese Testcenter, an einigen Flughäfen, an einigen Bahnhöfen, und die Hausarztpraxen soll das auch machen. Also das scheint mir doch zumindest fürs Erste eine Regelung zu sein, der man sich unterwerfen sollte. Ein zweiter Punkt, der natürlich jetzt vielen, vielen zu denken gibt, mit Blick auf die Frage, wie geht das eigentlich weiter? Haben wir eine zweite Welle? Kriegen wir eine zweite Welle? Halten wir das alles unter Kontrolle? Ist die Frage Schulen. Ja, denn die Ferien gehen in einigen Bundesländern zu Ende. In einigen gehen sie demnächst zu Ende. Mecklenburg-Vorpommern hat seit Montag die Schulen geöffnet. Berlin startet am Montag. Und ich habe mir da auch mal angeguckt, was da eigentlich so die Pläne sind der Schulen und der Länder. Die sind ja dafür zuständig, die Bundesländer, für diesen Schulbetrieb. Und da ist es eigentlich so, dass alle Schulen, alle Bundesländer die Schulen in den Regelbetrieb starten lassen wollen. Das heißt, alle vor Ort, alle Lehrer vor Ort, Lehrerinnen, alle Schüler, Schülerinnen vor Ort, Unterricht in voller Klassenstärke. Bundesweit soll es keinen Mindestabstand geben, wahrscheinlich eigentlich, weil das nicht einzuhalten ist auf den Fluren. In den meisten Bundesländern wird es eine irgendwie geartete Maskenpflicht geben. Wenig im Unterricht, aber viel auf den Fluren und zum Schulweg. Ausnahme ist Saarland, da ist keine Maskenpflicht vorgesehen. Es soll außerdem feste Lerngruppen geben, also möglichst, so verstehe ich das, wenig Kursunterricht, sodass sich die Schüler, Schülerinnen und Lehrer, Lehrerinnen wenig vermischen, sodass, wenn ein Schüler, Schülerin infiziert wird oder eine Lehrer, Lehrerin, dass dann irgendwie klar ist, mit wem hatten die Kontakt, und dass diese Gruppe dann nur isoliert werden muss, um die ganze Schule zu schließen. Außerdem sehen die Länder viele kostenlose Tests vor, für alle Beteiligten. Aber Philipp, jetzt mal ganz ehrlich, so wie du das gerade schilderst, und du hast dir das ja nicht ausgedacht, ne? Du hast das ja recherchiert, ja, genau. Hat man so ein bisschen den Eindruck, als wenn die Länder davon ausgehen, Corona, das war mal, ja, und wir machen einfach mal so gut wie nichts, oder? Denn ich meine, nach allem, was wir so in den ersten 6 Monaten Corona gelernt haben, sind doch Masken das ganz zentrale Instrument, ist Abstand halten das ganz zentrale Instrument, und das Dritte, was uns ja immer auf den großen Aha-Postern nahegebracht wird, ne, das Händewaschen, die persönliche Hygiene, das begegnet ja in Schulen, jedenfalls in Berlin, auch noch großen Problemen, einfach weil es häufig viel zu wenig Waschbecken gibt, zu wenig warmes Wasser, zu wenig Seifenspender und so weiter und so weiter. Philipp, mal ganz ehrlich, ist das denn nicht ein Rezept für ein Desaster, was da gerade die Kultusministerien an die Wand malen? Ich glaube, das wäre ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Also natürlich sind auch diese Hygieneregeln in diesem, also Leitpapier der Kultusministerkonferenz, also das sind die Minister, die für Bildung und Schule in den Ländern zuständig sind, die haben sich zusammengesetzt, die haben so eine Konferenz und haben halt gesagt, so grob skizziert, was die Länder alles machen sollen. Da sind natürlich auch Händewaschen und Hygiene und sowas drin und Lüften. Die Länder mussten das dann umsetzen, haben alle irgendwie ihre Konzepte geschrieben, und ich kann das natürlich verstehen. Ich finde, es ist nachvollziehbar, dass Schüler, Schülerinnen in die Schule müssen, weil sie nur dort wirklich lernen. Eltern drehen total am Rad, weil sie einfach nicht mehr können. Und ich finde, das Anliegen und den Versuch und das Bestreben, einen normalen Schulbetrieb wiederherzustellen, total nachvollziehbar. Und das sollte auch das Ziel der Politik sein. Die Frage ist, wie setzen sie es um? Denn die andere Seite ist, es gibt eine neue Studie aus Wien von einem Team um Peter Klimek, der hat gesagt, naja, die Schließung der Schulen und Kitas kann die Reproduktionszahl ganz erheblich senken, um 0,34 Punkte auf die
dieser Reproduktionsskala, also zwischen 1 und 1,34 wäre dann der Unterschied. Ich, wie gesagt, ich finde es legitim zu sagen, wir wollen diesen Regelbetrieb übernehmen und sie schreiben halt diese Maskenpflicht ja durchaus häufig auf den Fluren fest und sollen auch lüften. Das scheitert natürlich manchmal an diesen beschriebenen Problemen. Schlechte Waschbecken, kaputte Fenster, schlecht zu lüften. Reicht die Logistik aus, um die Klassen aufzuteilen und so? Ich finde, und das sagt Ludger Wössmann auch, der ist Forscher beim IFO-Institut für Bildungsökonomik, man kann das so machen. Aber zum Beispiel ganz wichtig ist, dass es kleine Gruppen gibt, die isoliert werden können, damit nicht die ganze Schule wieder dicht machen muss. Und man sieht halt jetzt schon, dass das in der Praxis nicht gut funktioniert. Heute, gerade jetzt bei der Aufnahme der Sendung, kommt die Meldung, 2 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, ne, die sind jetzt seit ein paar Tagen, sind die da, seit Montag, mussten dicht machen, nicht weil 100 Schüler erkrankt sind und 30 Lehrer, sondern weil eine Lehrerin sich am Gymnasium infiziert hat und ein Schüler an dieser Grundschule macht die ganze Schule dicht. Da kann man nur sagen, so war das nicht gedacht mit den Kleingruppen. Ja, wenn du Kleingruppen hast, dann musst du nur diese Kleingruppen isolieren und nicht die ganze Schule zumachen. Dieser Plan für diesen Normalbetrieb, alles gut und schön. Aber was ist eigentlich, wenn das nicht funktioniert, wenn die Kinder nicht in die Schule können? Und da sagt Ludger Wössner vom IFO-Institut Folgendes. Nicht verhindert werden kann, wo eben geschlossen werden muss, wäre schon die Forderung, dass die Schulen umgehend auf Online-Unterricht umschalten. Und auch da sehen wir, es gibt ein paar Schulen, die haben das gemacht. Das ist auch kein Zauberwerk. Das geht, ist auch technisch kein großes Problem. Das wissen wir alle jetzt mittlerweile. Es muss nur gemacht werden. Und ich glaube, da muss es klare Vorgaben der Schulpolitik geben, dass, wenn Schulen geschlossen sind, die Schulen umgehend auf Online-Unterricht umschalten müssen und die Lehrkräfte täglich ihre Schülerinnen und Schüler kontaktieren müssen. Ich glaube, dann würden wir in eine ganz andere Situation kommen, als wir sie bis jetzt gesehen haben. Ja, und ich glaube, da sitzt das nämlich an. Weißt du, wenn die Konzepte für den Regelbetrieb gut und schön, aber was ich in diesen ganzen Konzepten, die ich da gelesen habe, eben wirklich vermisse, ist dieser Fall für den Online-Unterricht. Ja, die Kultusministerkonferenz, die sagt fast nichts, ein Wort, zum Fernunterricht als Vorgabe. Die Befragung des Bundeselternrats bei den Schulen hat ergeben, so nach dem Motto, was macht ihr denn eigentlich für strukturierten Fernunterricht? Aussage des Elternrats kaum vorhanden. Die Bundesländer und die Schulen haben in diesen Papern, die sie veröffentlicht haben, jedes Bundesland hat ja so ein Konzept veröffentlicht, kaum und wenn dann nur sehr vage Fallback-Lösungen für diesen Präsenz- und Online-Unterricht. Einige Länder wollen digitale Endgeräte stellen. NRW sagt, es gibt Leitlinien für die Schulen, es gibt Laptops für alle Lehrer und Lehrerinnen. Die Infrastruktur soll geschaffen werden, damit alle Schülerinnen am Fernunterricht teilnehmen können. Hessen sagt, notfalls schalten wir die Schüler per Telefon zu. Also am konkretesten war da irgendwie noch Rheinland-Pfalz, die sagen, die Lehrer und Lehrerinnen sind in den Sommerferien verpflichtet, sich digital vorzubilden, vor allen Dingen sich irgendwie an diese ganzen Tools, die es da gibt, einzuarbeiten. Jetzt nach den Ferien in Rheinland-Pfalz soll erstmal mit WebEx gearbeitet werden. Das würde ich sagen, ist eher eine schlechte Wahl. Aber dann haben die zumindest gesagt, im zweiten Halbjahr haben wir Big Blue Button am Start. Das ist so ein Open Source, so ein Zoom-Klon, wenn man so möchte, der in vielen Unis, wie ich das weiß, gut funktioniert. Und das Schulgesetz in Rheinland-Pfalz wurde geändert, um eben auch Online-Unterricht als Ersatz für Präsenzunterricht nehmen zu können. Und da würde ich sagen, das ist noch das Vielversprechendste. Aber ich habe da wirklich in diesen ganzen Konzepten nichts gelesen, was darauf hindeutet, dass Fernunterricht etwas anderes sein könnte als dieser Unterricht im Lockdown. Und dieser Unterricht im Lockdown, Unterricht in Anführungszeichen, der war einfach Mist. Und das hat jetzt auch diese Studie ergeben vom IFO-Institut für Bildungsökonomik, die halt 1000 Schüler, Schülerinnen und Eltern befragt haben. Nicht Lehrerinnen, sondern Eltern und Schüler. Wie war das eigentlich im Lockdown? Wie viel Zeit habt ihr eigentlich mit Schule verbracht? Ergebnis im Schnitt, die Kinder haben nur die Hälfte der Zeit mit Schule verbracht, zu Hause im Lockdown, die sie normalerweise in der Schule mit Schule verbringen. Und der Studienleiter Ludger Wössmann vom IFO-Institut für Bildungsökonomik sagte irgendwie im DLF. Für über die Hälfte der Schülerinnen ist es so, dass sie seltener als einmal pro Woche gemeinsam Online-Unterricht hatten. Bei 45% war das nie der Fall. Die hatten nie Online-Unterricht. Nur 6% hatten täglich Online-Unterricht. Wir haben auch nach individuellen Kontakten zwischen Lehrkräften und Schulkindern gefragt. Das war noch seltener der Fall. Sondern was nahezu bei allen Kindern und Jugendlichen der Fall war, ist, sie haben wöchentlich Aufgabenblätter zur Bearbeitung bekommen und sie mussten sie dann eben bearbeiten. Und man muss eben sehen, dass das vermutlich eben nicht genug ist, um wirklich Kinder zu beschulen. Und da würde ich sagen, alles, was ich da gelesen habe, deutet eben darauf hin, dass Fernunterricht jetzt genauso aussehen wird wie Fernunterricht damals. Und das ist einfach ein Armutszeugnis.
Ja, also ich weiß nicht, Philipp, ich habe, also ich sehe das auch so, da hätte man sicherlich jetzt in den letzten Wochen mal ein bisschen genauer drüber nachdenken sollen. Aber man darf, glaube ich, auch nicht nur so zwei Pole aufmachen. Präsenzunterricht ganz normal, als gäbe es kein Corona oder so gut wie als gäbe es kein Corona auf der einen Seite und auf der anderen Seite kompletten Fernunterricht. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge dazwischen, ne? Und wenn ich eben so große Bedenken angemeldet habe gegenüber dem Rückkehr zum Regelbetrieb, dann vor allem deswegen, weil ich denke, dass man da einfach im Schulalltag ganz andere Regelungen hätte finden können. Also beispielsweise hätte man ja Klassen auch teilen können. Die eine Hälfte der Klasse kommt in der einen Woche, die andere Hälfte der Klasse kommt in der anderen Woche. Und die Hälfte, die jetzt gerade nicht online ist, die nicht gerade in der Schule ist, die nimmt eben online teil. Das wird einfach nur übertragen. Dann kann man zumindest sich das anschauen und ist auch verpflichtet quasi, sich das anzuschauen. Es gibt da 1000 Möglichkeiten und ich finde, ich wollte jetzt nicht dafür werben, dass quasi der Lockdown in den Schulen aufrechterhalten bleiben soll. Ich verstehe durchaus die Sorgen und Nöte der Eltern, die sagen, das muss jetzt irgendwie mal wieder losgehen. Aber ich habe den Eindruck, dass das Pendel doch jetzt sehr weit ausgeschlagen ist hin zu so einer Art Augen-zu- und Durch-Politik. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da zeigen doch die allerersten Erfahrungen in Mecklenburg-Vorpommern schon, das wird so nicht funktionieren. Und ich finde das schwer verständlich, dass da die Sommerferien offensichtlich bundesweit kaum dafür genutzt wurden, wirklich mehr sinnvolle, insbesondere pädagogisch auch ertragreiche Online-Konzepte zu entwickeln. Ich glaube sofort, dass das quasi spontan nicht gut funktioniert hat. Das zeigt ja die Studie, Philipp, die du gerade zitiert hast, dass das quasi spontan im April, Mai, Juni nicht so richtig gut funktioniert hat. Aber man hätte doch in der Sommerpause darüber nachdenken können, wie man das besser macht. Stattdessen hat man offensichtlich im Wesentlichen gehofft und Daumen gedrückt und jetzt wird einfach mal der Regelbetrieb gestartet mit minimalen Anpassungen, insbesondere ohne Maskenpflicht im Unterricht. Verstehe ich, nervt total. Ja, wer schon mal Bahn gefahren ist, ein paar Stunden mit Maske, der weiß, dass das nervt und anstrengend ist. Aber ganz ehrlich, ob das gut geht, ich bin da einfach sehr, sehr skeptisch und mal ganz ehrlich, auch den Eltern ist doch nicht damit geholfen, wenn jetzt nach 4 Wochen das ganze Ding vor die Wand gefahren ist und wir merken, so funktioniert das nicht und die Schulen in einen harten Lockdown gehen. Ja, also ich akzeptiere aber den Status, dass es halt ein Experiment ist. Ja, okay. Wir haben keine definitiv 100%ig belastbaren Erkenntnisse darüber, ob die Öffnung der Schulen ein Problem ist oder nicht. In einigen Ländern hat es geklappt, Dänemark, Norwegen, in anderen Israel hat es überhaupt nicht funktioniert. Bedingungen sicherlich unterschiedlich, Studienlage würde ich sagen durchaus unterschiedlich. Der Druck der Eltern und der Kinder auch da in die Schule zu gehen und der Bedarf der Kinder in die Schule zu gehen, der ist erheblich und ich finde es nachvollziehbar, dass der Staat sagt, gut, dann machen wir das jetzt mal, dann riskieren wir das mal. Aber ich finde, die Länder haben zu wenig für den Fall getan, was ist, wenn das nicht klappt. Und da, finde ich, sind sie in meinen Augen, nach allem, was ich gelesen habe, zu schlecht vorbereitet. Und wir können nur hoffen, dass wir uns täuschen. So, ne? Und dass das dann irgendwie alles gut geht. Aber wir werden das wahrscheinlich relativ schnell rausfinden, wenn jetzt die Schule wieder losgeht. Die aktuelle Corona-Situation und wie man darauf sinnvollerweise reagieren sollte, wollen wir jetzt mit einem Experten besprechen, nämlich mit Karl Lauterbach. Er ist Gesundheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion und auch was die Medizin angeht vom Fach. Er ist nämlich selber studierter Mediziner, Epidemiologe und Gesundheitsökonom, hat an der Harvard University in Boston in den Vereinigten Staaten promoviert und war dann 1998 bis 2005 Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie, IGKE heißt es, der Universität zu Köln. Und er ist Harvard auch treu geblieben, nämlich dort seit 1996 Gastdozent. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Karl Lauterbach. Hallo, guten Tag. Sagen Sie, Herr Lauterbach, wir haben das eben in der Sendung schon so ein bisschen debattiert, diese verpflichtenden Tests für Einreisende aus Krisengebieten. Gute Idee? Grundsätzlich ja, muss man sagen. Also diejenigen, die jetzt zurückkommen, sind doch zu einem höheren Anteil positiv, als dass wir uns das leisten können von dem, was wir bisher gesehen haben. Somit würden wir nichts machen, kämen wir da rein, ohne getestet zu werden. Dann würden wir damit noch weitere Ursprünge für weitere lokale Wellen und auch für Superspreader-Ereignisse möglicherweise sogar geben. Daher, das ist aus meiner Sicht richtig und so voll zu rechtfertigen. Aber Herr Lauterbach, wie groß ist denn das Problem, dass man möglicherweise gar nicht wirklich kontrollieren kann, wer so alles aus Risikogebieten wieder einreist? Ist denn diese in Anführungsstrichen verpflichtende Testung nicht letzten Endes ganz schön lückenhaft?
Lückenhaft ist das in der Tat, aber weil man es nicht gut kontrollieren kann. Nichtsdestotrotz, wenn man es relativ einfach organisiert, das heißt den Leuten leicht macht, in dem Sinne, dass sie den Test nicht selbst bezahlen müssen, dass er angeboten wird quasi am Flughafen, dass man relativ kurz nur warten muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch höher, dass die meisten es machen. Und trotzdem ist es so, genauso wie Sie sagen, also sicher sein kann man nicht. Man wird hier ohne dies, ohne die Mitarbeit der Menschen nicht viel erreichen können. Aber eine Pflicht ist ein klares Signal. Christian Drosten hat in einem, also der Chef der Virologie der Charité, der hat in der Zeit einen Gastbeitrag geschrieben, in dem er für den Fall, für den vielleicht absehbaren Fall, dass die Infektionen weiter steigen, auch gerade Richtung Herbst, wir eine neue Strategie brauchen. Also er fordert da nicht mehr jede einzelne Infektion nachzuverfolgen, sondern die Strategie zu ändern zu einer Cluster-Strategie. Sie haben sich im Spiegel ähnlich geäußert. Erklären Sie doch mal, wie diese neue Strategie aussehen soll und warum. Also die Grundlage der Strategie sind drei Beobachtungen. Die erste Beobachtung ist also bei SARS-CoV-2, das haben wir vor ein paar Monaten erst wirklich gelernt, zeigen die Studien ganz klar, dass eine kleine Gruppe der Infizierten also sehr viele Infektionen verursacht und also diejenigen, die davon nicht betroffen sind, also die auch infiziert sind, nicht so ansteckend sind, die infizieren im Durchschnitt eine weitere Person, dann hört die Infektionswelle schon auf. Aber die meisten Infektionen kommen halt durch eine kleine Gruppe. Die sogenannten Superspreader, das ist außergewöhnlich. Das haben die meisten Viruserkrankungen so nicht. Das ist viel gleichmäßiger verteilt, wie viele jemand, der infiziert ist, infiziert. Das ist also der sogenannte Dispersionsfaktor, diese Superspreader. Je nach Studie kann man davon ausgehen, dass 80% der also 50-80% der Infektionen werden so weitergegeben und die Einzelweitergabe spielt nicht diese Rolle. Das Zweite ist, wir haben also gesehen, dass Japan also in der Konzentration auf die Identifikation dieser Superspreader-Ereignisse oder Superspreader-Personen die Pandemie gut in den Griff bekommen hat, wie in einem Lockdown, ohne einen Lockdown also praktizieren zu müssen. So eine Alternative schon in der ersten Welle gewesen zu der Vorgehensweise, die sonst fast alle anderen Länder gemacht haben, wir angefangen. Und zum Dritten, also die Strategie, die wir jetzt im Moment fahren bei den Gesundheitsämtern, die ist geprägt durch sehr hohen Einsatz der Gesundheitsämter. Die Gesundheitsämter arbeiten bis zur Belastungsgrenze, machen eine tolle Arbeit, aber es ist nicht wirklich effizient, weil man die Kontakte nachvollzieht und auch erreicht zu einem Zeitpunkt, wo sie in der Regel die Infektion schon weitergegeben haben. Und aus diesen drei Beobachtungen heraus also ist die Strategie entwickelt worden. Ich finde, so wie Christian Drosten das ausgedrückt hat in der Zeit, ist hervorragend. Ich habe es selbst ähnlich versucht in einem Interview, aber es läuft aufs Nämliche hinaus, dass wir also die Strategie dahin verändern, dass jeder, der infiziert ist, den wir entdecken, schnell gefragt wird, ob er an einem Superspreader-Event teilgenommen hat. Dann könnte er selbst derjenige dort gewesen sein, der andere infiziert hat, oder jemand anders. Er könnte selbst noch nicht mal der Superspreader sein, sondern war einfach da. Und dann muss man schauen, ob dort also genug Leute waren, dass es gefährlich ist und noch bevor getestet wird, also noch bevor diese Leute, die dort da gewesen sind, in der hochinfektiösen Phase desjenigen, den ich jetzt gerade mal untersucht habe, diese Leute müssen dann in Quarantäne geschickt werden, untersucht werden oder einfach nur in Quarantäne geschickt werden und müssen für eine Woche in Quarantäne bleiben. Ich erkläre das am Beispiel, dass es weniger kompliziert ist. Sie sind infektiös, also ich habe sie gerade getestet, wir haben das Ergebnis sehr schnell bekommen. Dann frage ich Sie, also wo waren Sie denn vor 2 oder 3 Tagen? Das ist wahrscheinlich die Zeit, wo Sie am ansteckendsten gewesen sind. Und also Sie erinnern sich dann, oder hatten wir doch das Fest, also da haben wir mit meiner Frau den also 20. Hochzeitstag und so weiter gefeiert. Und wie viele Leute waren da? Ja, da waren 25 Leute, wir haben und so weiter. Und dann würden diese Leute sofort vom Gesundheitsamt kontaktiert. Und die wurden dann alle gebeten, sich in Quarantäne zu begeben, weil sie waren in der Hochzeit ihrer Infektion, waren sie mit ihnen zusammen und könnten sich infiziert haben. Und zwar ohne Test in Isolation. Genau, sie könnten natürlich dann auch getestet werden, wenn sie getestet werden und sind also
gesund, müssen sie nicht in der Isolation bleiben. Aber man könnte sie auch ohne Testung in die Isolation bringen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute sich angesteckt haben, ist relativ hoch. Was wir jetzt nicht also verfolgen würden, sagen wir, ihr Kollege wäre positiv getestet worden und er hätte in der Zeit, wo er ansteckend war, im Prinzip nur wenige Leute, meinetwegen 3 oder 4 Leute einzeln getroffen. Wäre zum Beispiel mal mit einem einen Kaffee trinken gegangen, einen anderen nicht auf der Bahn getroffen und so weiter, aber keine Superspreader-Gelegenheit dabei. Diese Kontakte würden wir gar nicht verfolgen, weil dass von ihm dann eine Kette ausgehen würde, ist sehr unwahrscheinlich. Somit wir konzentrieren uns auf die Superspreader. Jetzt kann man sagen, lass uns doch beides machen. Wir können auch die Einzelfälle, so wie jetzt, kontrollieren und die Superspreader meinetwegen etwas genauer. Das geht einfach nicht, weil wir dafür die Ressourcen nicht haben. Erstens ist es ineffizient, weil die Einzelkontakte führen meistens nicht zu Wellen. Und zum Zweiten, das ist einfach nicht machbar, weil die Verfolgung der Einzelkontakte, die ist so aufwendig im Vergleich zur Konzentration auf die Superspreader-Fälle, dass man das nicht echt kombinieren kann. Und das ist aber derzeit die Gesetzeslage. Also die Gesundheitsämter müssen eigentlich beides machen. Das heißt also, man musste dafür auch Gesetze und Verordnungen ändern, um diese Strategie ändern zu können? Gesetz muss nicht geändert werden, das Pandemiegesetz gibt das her. Aber man müsste den Gesundheitsämtern quasi eine Art Direktive, so eine Art Anordnung geben oder so eine Art Empfehlung zumindest, dass sie so vorgehen. Und das ist ein relativ radikaler Schritt. Denn das hat ja mehrere Änderungen im Vergleich zu jetzt, also zur Folge. Die erste Änderung ist die, dass ich mich wirklich sehr stark auf die Superspreader konzentriere. Die zweite Änderung ist die, dass ich also die Beschleunigung hier im Vordergrund der Arbeit stelle, nicht so sehr also die Gründlichkeit. Ich kann dann zum Beispiel Leute in Quarantäne schicken, noch bevor sie getestet werden. Und zum Dritten, dass man die Quarantäne auch begrenzt auf eine Woche, Christian Drosten spricht sogar von 5 Tagen. Da könnte man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar, also wenn so am Ende der Quarantänezeit getestet wird, man könnte zum Beispiel die Leute, die da waren für eine Woche in Quarantäne schicken, testet die dann am Ende. Und wenn die dann am Ende zwar noch positiv sind, also sie weisen Virus nach, aber der PCR-Wert hat ein Signal dafür, dass man sehr häufig das Genom vervielfältigen muss, um überhaupt noch was nachweisen zu können. Somit ist noch was da, aber nicht mehr so viel. Dann könnte man trotz der Tatsache, dass sie noch infiziert sind, aber nicht mehr ansteckend sind, könnte man hingehen und könnte sagen, okay, die Quarantäne ist für ihn beendet, obwohl er eigentlich noch infiziert ist, weil er nicht mehr ansteckend ist. Die Ansteckung ist ganz stark auf die ersten Tage konzentriert, meistens sogar auf die Zeit, wo man noch gar keine Symptome hat. Und wie schätzen Sie das ein? Politisch kommt das, dieser Strategiewechsel? Ich glaube, dass es kommt. Also wird also immer die üblichen Reaktionen. Also was zunächst mal passiert, das war auch die Reaktion von Helge Braun. Die Reaktion für so etwas ist normalerweise, diejenigen, die es nicht machen wollen, sagen am Anfang immer, das machen wir ja schon. Das ist ja klar, also alles, was sie nicht machen wollen, sagen sie, das machen sie schon. Und dass diese Phase ist aber schon also gelaufen. Also das ist tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass man so etwas machen darf, aber de facto ist es, machen wir es nicht. Wir haben 14 Tage Quarantäne, wir konzentrieren uns auf alle Fälle, nicht nur auf die Klasse oder die Superspreader, und also wir verfolgen auch die Einzelfälle sehr konsequent, somit wir machen es ehrlicherweise gesagt nicht. Und dann die zweite Phase ist, also wir machen es nicht, wir machen es noch nicht, aber wir machen es demnächst. Wir haben es schon beschlossen und so. Da muss man dann nachhaken und fragen, wann ist denn hier das demnächst und ist das denn vorgesehen und so weiter und so fort. Ich glaube, zum Schluss wird es kommen, und zwar deshalb, weil die Alternative in der zweiten Welle der Lockdown ist. Mir wird ja oft vorgeworfen, also ich wäre schnell bei der Hand beim Lockdown und so, würde also oft warnen, wo nichts wäre und so weiter und so fort. Ich finde den Vorwurf falsch, aber das ist nicht der Punkt hier, sondern also die Strategie, die Drosten und ich bevorzugen, hat gute Chancen, weil sie eine echte Alternative zum neuen Lockdown ist. Eine zweite große Baustelle sind ja die Schulen in Deutschland. In diesen Tagen gehen in vielen Ländern die Sommerferien zu Ende. In den nächsten Wochen enden sie überall. Und in
ganz vielen Köpfen scheint so die Vorstellung vorzuherrschen, danach starten wir die Schulen wieder im Normalbetrieb. Auch die Länder sehen relativ zurückhaltende Einschränkungen nur gegenüber dem Normalbetrieb der Schulen vor. Sehen Sie das als einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Infektionsrisiko oder würden Sie fordern, dass man in den Schulen stärkere Anti-Corona-Maßnahmen ergreift, beispielsweise eine Maskenpflicht auch im Unterricht? Wie sehen Sie das? Das ist auch sehr kompliziert. Die Studienlage, also wird unterschiedlich gelesen, die gleiche Studienlage lesen Wissenschaftler, die tatsächlich vom Fach sind, sehr unterschiedlich. Das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Ich lese die Studienlage so, dass also Kinder, auch jüngere Kinder im Übrigen unter 10, also hohe Viruslast haben, somit ansteckend sein können und sich auch anstecken können. Und ich lese auch die Studien so, dass der Lockdown in den Schulen also wesentlich zum Erfolg der ersten Welle Beherrschung beigetragen hat. So lese ich die Studien. Ich sage aber auch dazu, dass es Kollegen gibt, die die gleichen Studien etwas anders lesen, also die von den Kindern viel geringere Risiken also ausgehen sehen. Und somit gehört es zur Wahrheit dazu, dass man es nicht 100% sagen kann. Trotzdem, also wenn es so ist, wie ich glaube, dass es ist, dann also werden wir das sehr schnell sehen. Das ist jetzt nichts, wo wir lange theoretisch streiten müssen, weil dann werden wir bei Zunahme der Fälle im Hintergrund, also bei Zunahme der Fälle bei den Erwachsenen, werden wir dann in Schulen, also genau diese Superspreader-Ereignisse, Hotspots, Cluster, die werden wir dann sehen können. Das ist zum Beispiel in Israel aus meiner Sicht passiert, in Teilen von Australien passiert. Das würden wir sehr schnell sehen. Jetzt kommt also, was zu tun ist. Also ein ganz normaler Unterricht, 30 Schüler, der Lehrer spricht von vorn, Klasse ist schlecht belüftet. Stundenlang sind die Kinder dann zusammen, aber sie sind auch in unterschiedlichen Kursen, mischen sich und so. Das wird es nicht geben. Das habe ich schon im Sommer habe ich das schon gesagt, bin ich ja sehr viel für kritisiert worden. Aber es wird einfach nicht gehen, weil das lässt das Virus nicht zu. Dafür ist es einfach schlicht zu ansteckend und im Herbst, wenn sie wieder mehr Fälle bekommen, hätten wir dann in den Schulen sehr schnell also einen Lehrerstreik. Na gut, aber das ist ja geplant. Also die Schulen gehen davon aus, wir machen Schulen im Regelbetrieb. Sie sind bestrebt, darin kleine Gruppen zu haben, damit man dann, wenn da ein Kind erkrankt, nicht die ganze Schule schließen muss, sondern eben nur diese Gruppe, diese eine Klasse vielleicht isolieren muss. Aber ansonsten gehen die Schulen schon davon aus, dass die Kinder dort sind, dass sie halt diese relativ geschlossenen Klassenverbände haben, dass sie aber relativ normal unterrichtet werden. Das ist der Plan. Ja, so wird man starten. Dann wird man sehen, wie es läuft. Also ich glaube, dass es sehr stark davon abhängt, wie viele Fälle wir dann in den Familien schon haben. Also meistens ist es so, dass die Kinder sich bei Familienmitgliedern infizieren und also oder bei anderen Erwachsenen es dann selbst in die Klassen tragen. Es ist nicht so, dass die meisten Kinder, die sich infizieren, zunächst mal der erste Fall in einer Klasse wird meistens bei seinen Eltern oder bei anderen infiziert, nicht bei einem Mitschüler. Aber dann ginge das halt in die Klassen. Ich glaube daher, das würden wir sehr schnell sehen. Ich bin da pessimistisch. Ich glaube, man wird da mehr machen müssen. Ich hätte mir auch eine ganz andere Vorbereitung gewünscht. Also ich hätte mir einfach gewünscht, dass man es so macht. Also entweder mit gutem Homeschooling ergänzt, aber oder mit einem guten, also sagen wir, Konzept der Beschulung, die Klassen kleiner macht. Es hätte zwei Möglichkeiten gegeben. Möglichkeit eins, beide Möglichkeiten setzen voraus, ich arbeite mit Klassen. Also ich lasse das weg mit den Kurssystemen, sondern ich dünne das so aus, dass man echte Klassenverbände hat. Das sind dann epidemiologische Einheiten. Und diese Klassen kommen mit Maske zur Schule, reisen von der Schule mit der Maske ab. Es wird auch im Bus Maske getragen, auf dem Schulhof. In der Klasse wird die Maske abgelegt, aber das ist dann eine halb so große Klasse. Und die zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, der Teil der Klasse, der jetzt gerade nicht unterrichtet wird, sondern in der nächsten Woche dran ist, der wohnt dem Unterricht bei, indem der Klassenunterricht nach Hause übertragen wird. Und diese Kinder sehen das von zu Hause oder sie sehen es von einem anderen Raum aus, wo dann eine Beaufsichtigung stattfindet, diese Schüler. Sie können aber dann sozusagen dem Unterricht beiwohnen, ohne in dem Raum zu sein. Das haben andere Länder geschafft. Es geht, es ist möglich. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass der Teil der Klasse, der nicht in der Klasse dann sein kann, in einem anderen Raum, also beaufsichtigt wird,
aber dem Unterricht beiwohnt durch elektronische Medien, die aufgestellt werden, die die Kinder gar nicht besorgen müssen. Sie sehen den Klassenunterricht, nächste Woche sind sie dran. Das ist ein relativ vollwertiges Konzept für eine gewisse Zeit, sehr sicher. Alternative wäre, dass man die Klasse aufteilt, ein Teil der Klasse macht morgens Unterricht bis Mittag, der andere Teil macht nachmittags bis abends. Auch das ginge, aber das sind Konzepte, da muss man ein paar Dinge vorbereiten, die Klassen halbieren, man muss sozusagen eine epidemiologische Einheit bilden. Man braucht viele Lehrer, die nicht da sind. Ja, nee, auch ja. Nicht mal so selbst. Also wenn ich das mit der also Morgens-Nachmittags-Lösung mache, brauche ich nicht unbedingt viele Lehrer zusätzlich. Ich das Curriculum ein bisschen anpasse und das ein oder andere Fach mal für ein paar Monate wegfallen lasse, oder dass da nur ein Teil angeboten wird. Ich muss dann den Lehrplan natürlich ein bisschen entschlacken, aber es wäre gegangen. Aber Herr Lauterbach, so wie Sie das beschreiben, gäbe es ja naheliegende Möglichkeiten, wie man den Schulunterricht selbst bei jedenfalls teilweise Präsenzunterricht aus epidemiologischer Sicht deutlich verantwortungsvoller gestalten könnte. Das scheint aber in keinem der 16 Bundesländer zu passieren. Ist denn das nicht eigentlich unverantwortlich, was da die Bildungspolitik in Deutschland gerade abliefert? Ist das nicht, ich bin fast geneigt zu sagen, so eine Art populistischer Reflex? Ja, also die Eltern sehnen sich nach Normalität, was man ja auch verstehen kann, ja, weil natürlich in den Familien die Belastung sehr hoch ist, aber die Eltern sehen sich nach einer Normalität, die es doch offenbar angesichts des Virus nicht geben kann. Müsste da nicht verantwortungsbewusste Politik sagen, das geht einfach nicht? Der Vorschlag ist so zu machen, das steht im Raum und für den Vorschlag werbe ich einfach aktiv. Das ist ja noch immer möglich. Wenn jetzt tatsächlich diejenigen Recht haben, dass das Virus, also sagen wir, bei den Schulen gar nicht so sich verbreiten wird, dann wäre das, was ich vorgeschlagen hätte, möglich gewesen und ist nicht umgesetzt worden. Es ist auch so gut gegangen. Es kann funktionieren. Ich glaube nicht, dass es 100% funktioniert. So wie ich Christian Drosten verstehe, glaubt er das auch nicht. Und übrigens, es gibt auch andere, die glauben, dass man es so machen kann. Ich habe es für riskant. Ich hätte diesen Plan auf jeden Fall vorbereitet. Ich hätte bevorzugt, weil, also wir gehen zu unserem Risiko. Die Alternative wird nachher sein. Wir sehen, dass es nicht läuft, nicht richtig läuft. Und dann werden wieder sehr viele Schulen also dazu übergehen, dass wir zumindest Klassenverbände in Quarantäne schicken. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen das dann noch immer 14 Tage sein. Auch diese Umschichtung auf die 7 Tage ist nicht passiert. Also ich glaube, dass wir da noch auf die Hinterbeine kommen müssen. Und wir brauchen da auch mehr Anleitung aus Berlin. Eine letzte Frage betrifft die Bundesliga. Auch da soll im Herbst ja eigentlich die neue Saison beginnen. Und zwar ohne Geisterspiele. Stattdessen gibt es jetzt einen Bundesliga-Leitfaden, wie in begrenztem Umfang wieder Spiele mit Zuschauern stattfinden können. Beispielsweise sollen die Tickets personalisiert werden. Es soll keine Stehplätze mehr geben, kein Alkohol ausgeschenkt werden. Die Frage ist, ist das verantwortungsbewusst, Herr Lauterbach? Oder muss man da nicht einfach weiter auf die Sportschau warten? Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt die größte Mühe, wie eben schon besprochen, die Kinder in die Schule zu bringen. Der R-Wert, also ist wieder über 1, knapp über 1. Wir haben ja 1000 Fälle am Tag. Die Pandemie droht zurückzukommen. Im Herbst wird es sowieso alles schwieriger werden, weil sich mehr Leute im Innenraum befinden. Ich sehe überhaupt nicht ein, dass unter diesen Umständen noch zusätzliche Fälle riskiert werden, indem die Bundesliga darauf besteht, wieder vor großem Publikum zu spielen. Das ist aus meiner Sicht also die falsche Zeit, darüber überhaupt im Detail zu diskutieren. Natürlich kann das gut gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht groß. Also Anreise, Abreise, die Begegnungen im Spiel, es wird dann doch gefeiert. Wer will das alles kontrollieren? Wie viel Polizei wollen Sie denn einsetzen, um das zu kontrollieren? Und wie gehen Sie vor, wenn die Vereine sich nicht anhalten können, wo sie es wollen? Somit, also das war natürlich ein hochriskantes Manöver. Wir haben Glück gehabt bei den Geisterspielen, dass es gut gegangen ist. Aber jetzt wird wirklich provoziert und ich sehe dafür keine Veranlassung. Ich würde das nicht genehmigen. Dafür sind ja auch die lokalen Gemeinden also zuständig. Und man sieht ja auch, was für ein Gewürge zu beobachten ist in den Vereinigten Staaten, wo also bestimmte Spiele erlaubt sind, beispielsweise also auch bei den Hockeymannschaften und es einfach nicht zum klassischen Spielbetrieb kommen kann, weil immer wieder Spiele abgesagt werden müssen. Basketball das Gleiche. Von daher, ich sehe da in keinem Sinn,
Die Geisterspieler haben sich bewährt. Das muss ich als jemand zugeben, der sie eigentlich abgelehnt hat. Und so sollte es auch weitergeführt werden. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Karl Lauterbach, Mediziner und Gesundheitsexperte der SPD-Bundestagsfraktion. Vielen Dank, Herr Lauterbach. Ich danke Ihnen. Wir alle haben das ja wahrscheinlich schon mal gemacht und häufig mitgekriegt, wenn wir uns irgendwie in ein Restaurant setzen oder irgendwo in eine öffentliche Einrichtung begeben, dann sind wir gehalten, unseren Namen und eine Telefonnummer oder eine E-Mail in eine ausliegende Liste einzutragen. Die Idee ist so klar wie einleuchtend, falls es eine Infektion geben sollte in diesem Ort, in dieser Institution, dann soll nachvollzogen werden können, wer war denn zu diesem Zeitpunkt zugegen, um dann entsprechend kontaktiert werden zu können. Das sind diese sogenannten Corona-Listen. Und da hat es jetzt aufgrund einiger Vorfälle eine wachsende Diskussion gegeben, ob die Strafverfolgung, ob die Polizei sich diese Listen greifen darf, um da Informationen rauszuziehen. Was ist denn der Anlass für diese Diskussion eigentlich? Gab es da Fälle? Ja, der Anlass ist tatsächlich, dass es eine Reihe von Fällen gab, wo Ermittlungsbehörden bei Wirten diese Listen wohl abgefragt haben, beschlagnahmt haben. Und daraufhin gab es dann natürlich auch eine Diskussion, ob das denn auch jeweils gerechtfertigt war. In den Medien wurde es häufig so dargestellt, als wenn da die Polizei quasi ihre Grenzen überschritten hätte. In der Realität, muss man ehrlich sagen, ist das Problem rechtlich eigentlich ganz schön kompliziert. Aber bevor wir auf die Rechtslage eingehen, vielleicht so ein kurzer Blick darauf, was denn quasi so auf der Wertungsebene das Problem ist. Ne? Einerseits können diese Listen sicherlich bei der ein oder anderen Ermittlung mal weiterhelfen. Also stellen wir uns mal vor, es gab in einem Lokal eine Schlägerei, dann ist es natürlich schon spannend zu wissen, und vielleicht kam sogar jemand zu Tode, schlimmstenfalls, kommt ja vor, ne? Dann ist es natürlich schon spannend zu wissen, wer war denn zu der Zeit wirklich da in dem Lokal und wer kommt möglicherweise als Zeuge oder als Zeugin in Betracht. Oder man kann sich auch eine Reihe anderer Fallkonstellationen vorstellen. Also, dass die Listen in bestimmten Fällen für die Polizei wichtig sind, glaube ich sofort. Auf der anderen Seite werden damit die Listen natürlich immer mehr zu so einer ganz normalen Vorratsdatenspeicherung. Ne? Also, wir kennen ja die Vorratsdatenspeicherung sonst aus dem Bereich Internet oder im Mobilfunkbereich oder so, ne? Wo die Provider speichern mussten mal, bevor das in Deutschland ausgesetzt wurde, wer hat wann mit wem telefoniert oder wer hat wann mit welcher IP-Adresse das Internet genutzt. Und da haben natürlich viele Menschen auch berechtigt dann Datenschutzbedenken und sagen, naja, also wenn diese Listen jetzt nicht nur benutzt werden zum Corona-Tracking, sondern wenn diese Listen jetzt, also quasi um Infektionsketten nachzuverfolgen, wenn jemand sich als infiziert rausstellt, der in einer Kneipe war, sondern wenn diese Listen jetzt auch noch einfach so irgendwie für die Polizei verwendet werden, dann trage ich mich doch mal lieber gar nicht ein oder dann trage ich doch mal lieber jetzt Max Müller ein mit einer fiktiven Telefonnummer. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass diese Corona-Listen wiederum fürs Contact Tracing nicht mehr funktionieren. Das heißt also mit anderen Worten, da gibt es einen Interessenkonflikt ganz deutlich. Die Polizei hätte gerne Zugriff auf die Listen. Auf der anderen Seite, wenn die Polizei Zugriff hat, dann ist die Qualität dieser Listen in der Tendenz nicht mehr so gut, als wenn es dann eine ganz strenge Regel gibt, die dürfen nur zum Tracing verwendet werden. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, naja, das Problem ist, also Stichwort Rechtslage, die Zweckbindung. Also diese Listen werden erhoben für einen bestimmten Zweck, nämlich Corona-Tracing. Und das geht dann nicht, dass einfach irgendeine andere Behörde hier die Polizei ankommt und sagt, ja, wir haben aber auch hier Strafverfolgung, das hätten wir gerne. Ja, genau. Also dazu muss man sagen, zunächst mal muss natürlich eine solche strenge Zweckbindung, ja, also diese Listen dürfen nur für Zwecke der Corona-Infektionsketten Nachverfolgung verwendet werden, muss natürlich zunächst mal drinstehen. Ja, da ist die Rechtslage in den Bundesländern unterschiedlich. Also ich habe es mal für Baden-Württemberg und Berlin zum Beispiel gecheckt. Da stehen solche strengen Zweckbindungen drin. Das scheint aber nicht in allen Bundesländern der Fall zu sein. Das heißt also, wenn das schon mal nicht drinsteht, diese strenge Zweckbindung, dann ist jedenfalls nicht klar, wofür diese Listen verwendet werden können. Und das spricht dann schon mal deutlich dafür, dass die auch im Strafverfahren Verwendung finden können. Denn diese Zweckbindungen gelten grundsätzlich auch nicht ohne Grenzen. Also es gibt auch im Datenschutzrecht ja so, durchaus unter bestimmten Voraussetzung, sowas wie ein Zweckwechsel. Das ist das eine Problem. Okay. Also Zweckbindungen sind gar nicht überall geregelt. Zweckbindungen sind auch keine harten Grenzen, sondern sie führen nur dazu, dass dann der Zweckwechsel seinerseits datenschutzrechtlich wiederum begründungspflichtig ist. Vor allem aber haben wir es hier zu tun, mal wieder mit einer doch im föderalen Staat der Bundesrepublik relativ komplexen Verhältnis zwischen Bundesrecht und Landesrecht. Also diese Corona-Verordnungen sind landesrechtliche Verordnungen. Zwar beruhen sie auf dem Infektionsschutz
Infektionsschutzgesetz des Bundes. Der aber hat für die Länder eine sogenannte Verordnungsermächtigung geregelt und deswegen erlassen die Länder diese Corona-Verordnungen, die unter anderem zum Beispiel die Registrierung in Kneipen vorsehen. Und wenn dort jetzt eine Zweckbindung vorgesehen ist, auf landesrechtlicher Ebene, dann gilt die zunächst mal vor allem auf landesrechtlicher Ebene. Das heißt also, soweit die Behörden nach Landesrecht agieren, also beispielsweise nach dem jeweiligen Polizeirecht des Landes, um Gefahren abzuwehren, kann man relativ einfach davon ausgehen, dass dieses Landesrecht auch tatsächlich einheitlich gilt und damit diese Zweckbindung zum Beispiel auch bei der Gefahrenabwehr zu berücksichtigen ist. Also um, keine Ahnung, irgendwie eine Gefahr abzuwehren, dürfte die Polizei im Zweifel dann nicht auf Corona-Listen zugreifen. Das Problem ist aber, dass im Strafverfahren, also wenn es darum geht, Straftaten aufzuklären, Bundesrecht gilt. Denn das Strafprozessrecht ist eben geregelt in der Strafprozessordnung des Bundes. Und es ist rechtlich höchst problematisch, ob tatsächlich eine Zweckbestimmung nach Landesrecht wirklich die Strafprozessordnung des Bundes modifizieren kann. Grundsätzlich mal scheint das nicht zu gehen. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, muss man wahrscheinlich differenzieren. Ich habe da auch noch mal mit einem befreundeten Hochschullehrer gesprochen, Professor Matthias Becker aus Mainz, der einer der Experten ist für Datenschutzrecht. Wir finden das beide extrem unübersichtlich und haben da beide noch keine hundertprozentig abschließende Meinung dazu. Aber unsere vorläufige Auffassung ist, da sind wir uns einig, Wirte dürfen oder Wirtinnen natürlich auch, Mitarbeitende von gastronomischen Betrieben dürfen wegen der Corona-Verordnung jedenfalls selber Listen nicht aktiv weitergeben. Also wenn die Polizei jetzt sagt, schicken Sie uns doch mal die Listen, dann dürften Sie diese Listen nicht selbstständig übermitteln, weil für Sie diese Corona-Verordnung gelten und damit ein Übermittlungsverbot. Aber wenn jetzt die Wirte quasi oder die Kellnerinnen umgangen werden, also wenn quasi die Polizei selber einreitet und sagt, wir stellen jetzt diese Listen sicher, ja, und die dann gegebenenfalls beschlagnahmt werden im Strafverfahren, dann dürften diese Regelung nicht gelten, eben weil sie landesrechtlich sind und die Polizei in dieser Situation nur auf Grundlage des Bundesrechts tätig wird. Also sehr komplex, ne? Die Wirte dürfen zwar nicht übermitteln, aber die Polizei muss möglicherweise sogar darauf zugreifen. Und das ist natürlich eine sehr verworrene Rechtslage, eine sehr unschöne Situation, finde ich persönlich, insbesondere weil in der öffentlichen Diskussion ja die Polizeibehörden da auch sehr in die Kritik geraten sind. Es riecht immer so ein bisschen nach Willkür, ne? Wenn man das ja sagt, ne? Jetzt kommen die da und dann sehen die Listen und dann denken die, ach, das sind ja schöne Listen, die können wir doch gebrauchen und greifen die sich ein. Genau, und da muss man, glaube ich, fairerweise sagen, dass das für die Polizeibeamtinnen auch nicht immer ganz einfach ist, denn sie müssen ja im Strafverfahren grundsätzlich alle verfügbaren Beweismittel auswerten. Du kannst ja jetzt nicht als Polizeibeamtin einfach sagen, ach, diese Listen da werte ich mal lieber nicht aus. Dann machst du dich im schlimmsten Fall, wenn du sie auswerten dürftest, ja wegen Strafvereitelung schuldig. Na, das heißt also, für die Polizei ist das jetzt nicht so ein mal gucken, was machen wir denn jetzt, sondern die Polizei unterliegt ja strengen rechtlichen Bindungen. Sie muss alle Beweise auswerten, die sie rechtlich zulässig auswerten darf. Das heißt, die Grenze ist erst da erreicht, wo es tatsächlich eine gesetzliche Regel gilt, die das der Polizei verbietet. Deswegen ist die Situation für die Polizeibehörden sehr unschön. Dazu haben eigentlich auch die Innenminister so ein bisschen beigetragen, die jetzt sich in der Öffentlichkeit gemeldet haben und gesagt haben, nur zur Verfolgung schwerer Straftaten. Da muss man fairerweise sagen, also da gibt es gar keinen rechtlichen Anknüpfungspunkt für diese Abwägung. Ne? Also wenn schon, denn schon. Also da sehe ich jedenfalls jetzt gerade nicht, wo diese Abwägung nur bei schweren Straftaten herkommt. Also die Strafprozessordnung kennt das jedenfalls in dieser Klarheit nicht. Ja, aber hätte man das nicht, um diese Verwirrung irgendwie zu vermeiden, im Infektionsschutzgesetz klar regeln können? Absolut. Sagen, die Listen müssen erstellt werden, aber sie dürfen nicht für Strafverfahren genutzt werden. Wäre dieser Ausschluss möglich gewesen? Ja, ich denke, man hätte klar regeln müssen, also man könnte zum einen mal klar regeln, dass überhaupt solche Listen geführt werden können. Ja, da hätte das Infektionsschutzgesetz eine noch etwas klarere Verordnungsermächtigung gebrauchen können und dann hätte es da weiterhin eine Regelung geben sollen, die da lautet, wenn solche Listen geführt werden aufgrund von Verordnungen der Länder, dann unterliegen sie einer strikten Zweckbindung und dürfen nicht für Zwecke des Strafverfahrens verwendet werden. Und zwar egal, in welcher Form, auch nicht quasi als Beweisanhalt. Ne? Also häufig ist es ja so, dass die Listen dann, im Strafverfahren ist ganz häufig so, dass bestimmte Informationen gar nicht selber später im Verfahren vor Gericht verwendet werden, sondern sie werden quasi so als Ermittlungsanlass benutzt. Ja, man guckt zum Beispiel in die Liste, man erfährt dann einen Namen und dann fährt man dahin oder holt sich einen Durchsuchungsbeschluss und durchsucht
die Wohnung von diesem Menschen. Und dann verwendet man nur die Information, die man bei der Durchsuchung gefunden hat. Aber man hätte natürlich nie durchsuchen können, wenn man nicht in die Liste geschaut hätte. Ja? Und auch solche mittelbaren Verwendungen im Strafverfahren müsste man wohl komplett ausschließen. Das wäre aus meiner Sicht Aufgabe des Bundesgesetzgebers gewesen. So hat er quasi den schwarzen Peter bei den Polizeibehörden abgeladen, die jetzt irgendwie in einer verwirrenden Rechtslage stecken. Selbst die Datenschutzbeauftragten sind sich nicht einig zwischen den Ländern. Ja? Also Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, da sagen die Datenschutzbeauftragten, wir gehen wohl davon aus, dass im Strafverfahren ein Zugriff möglich ist. Andere Datenschutzbeauftragte sagen, nee, geht nicht. Also die Lage ist verworren und das hätte der Bund regeln sollen. Und ich denke, spätestens jetzt, wo klar ist, dass da eine Diskussion entsteht, ist hier ein Update des Infektionsschutzgesetzes fällig. Denn dann ist es Bundesrecht. Ja? Das Bundesrecht kann dann natürlich auch die Verwendung im Strafverfahren einschränken. Wir kommen noch zu einem anderen Thema, was auch einen starken juristischen Hintergrund hat. Und zwar geht es um den sogenannten Cum-Ex-Steuerskandal, wo es diese Woche und in den letzten Wochen neue und etwas verstörende Ereignisse zu vermelden gab. Aber zuerst nochmal dieser Cum-Ex-Steuerskandal. Also er ist recht komplex, aber läuft im Kern darauf hinaus, dass Banken, Finanzfirmen Aktiendeals gemacht haben. Einmal mit einer Dividende, deswegen Cum, und einmal ohne Dividende, deswegen Ex. Und bei diesen Aktiendeals haben diese Akteure nur einmal Kapitalertragssteuer gezahlt und sich diese Kapitalertragssteuer aber mehrmals vom Staat erstatten lassen. Und auf diese Weise haben also viele Firmen den Staat systematisch über mehrere Jahre ausgenommen und ausgeraubt. Die Schätzungen gehen so in Deutschland auf 10 Milliarden Euro, die auf diese Weise aus dem Steuertopf gestohlen wurden, muss man sagen. Und das ist ein Skandal, der jetzt langsam aufgearbeitet wird. Der Deutsche Bankenverband, also der Lobbyverband der deutschen privaten Banken, der hat dabei keine sehr rühmliche Rolle gespielt. Also aus dem Bankenverband kam zum Beispiel ein Gesetzentwurf, der auf den ersten Blick irgendwann dieses Treiben schien zu unterbinden, aber de facto diese Machenschaften erst richtig anfachte. Und dieser Text wurde dann 1:1 vom Bundesfinanzministerium übernommen und ins Gesetz gegossen, was diesen ganzen Skandal erst noch richtig auf neue Räder gesetzt hat. Und jetzt gab es halt beim Bankenverband eine Razzia diese Woche. Ist kein Beschuldigter der Bankenverband, sondern Zeugenstatus. Aber die Ermittler versuchen eben Kommunikation, E-Mails und sowas wahrscheinlich zu bekommen, wie dieser Bankenverband versucht hat, Gesetze zu beeinflussen und zu verhindern, dass eben diese schmutzigen Geschäfte unterbunden werden. Das ist sozusagen das eine. Also vielleicht um das ein bisschen noch zuzuspitzen. Also ich finde, schmutzige Geschäfte, das ist natürlich, das ist so, das ist, ja, man kann das sagen, euphemistisch, man kann aber auch sagen, es ist ein bisschen hart formuliert. Also die Aktiengeschäfte als solche sind ja nicht schmutzig. Das Problem bei der Sache ist, dass man zweimal eine Steuer sich erstatten lässt, die man nur einmal bezahlt hat. Also oder mehrmals. Also die Trickserei sind, finde ich, nicht die Aktiengeschäfte als solche oder die Dividendengeschäfte als solche, sondern das Problem ist, dass man sich gegenüber den Finanzbehörden da, wie ich finde, unredlich verhalten hat. Und denn das wird jetzt auch, glaube ich, für die weitere Diskussion sehr wichtig. Also es gab eine juristische Diskussion darüber, ob das tatsächlich überhaupt illegal war. Die ist mittlerweile relativ klar in die Richtung entschieden, dass diese doppelte Erstatterei tatsächlich rechtswidrig war. Allerdings ist die Frage, was folgt aus der Rechtswidrigkeit dieser doppelten Erstattung? Denn es gibt natürlich im deutschen Recht, im Grunde in allen Rechtsgebieten, ein Grundsatz der Verjährung. Ja, die Verjährung dient im Kern dem Rechtsfrieden. Ja, die Idee ist einfach, alte Sachverhalte sollen auch irgendwann mal abgeschlossen sein. Deswegen gibt es im Strafrecht eine Verfolgungsverjährung. Also irgendwann kann man nicht mehr vor Gericht gestellt werden und verurteilt werden wegen einer Straftat. Ausnahme Mord, der eben nicht verjährt, und bestimmte Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Und das gilt im Grundsatz auch im Steuerrecht. Das heißt also, irgendwann kann der Staat eine nicht gezahlte alte Steuer auch nicht mehr durch eine zum Beispiel Neuveranlagung festsetzen und dann einfordern, grundsätzlich. In der Regel so 10 Jahre nach Zustellung des Steuerbescheids, glaube ich. Also da muss ich gestehen, bin ich kein Experte dafür. Also die Zeiträume sind auch, glaube ich, also im Strafrecht jedenfalls sehr unterschiedlich. Das hängt von ganz vielen Details ab. Aber spannend ist, dass es im Strafrecht inzwischen eine gewisse Ausnahme gibt von dieser Verfolgungsverjährung, und zwar für die Fälle der Einziehung. Einziehung bedeutet im Grundsatz, dass die
aus einer Straftat gewonnenen Vermögensvorteile eingezogen werden können zugunsten der Staatskasse. Die Idee dabei ist ganz banal, Verbrechen soll sich nicht lohnen. Und bezogen auf den Fall Cum-Ex bedeutet das, die Steuerschuld ist in ganz vielen Fällen von Cum-Ex grundsätzlich mal nicht mehr wieder geltend zu machen, weil diese Sachverhalte zu lange zurückliegen. Das heißt also, der Staat kann nicht mehr durch eine Neuveranlagung, in dem das in vielen Fällen, durch eine Neuveranlagung die Steuern als solche einziehen. In ganz vielen Fällen sind diese Straftaten auch verjährt. Das heißt also, die Beteiligten können dafür nicht mehr bestraft werden. Jetzt ist aber die Frage, kann die Beute aus diesem Steuerbetrug möglicherweise noch eingezogen werden durch im Strafverfahren. Das heißt also, auch wenn eigentlich nicht mehr bestraft werden kann. Wenn alles verjährt ist, sozusagen, kommen wir an die Beute wieder ran. Genau. So, das, ne? Und das kann man ja, das kann man grundsätzlich entkoppeln. Und dazu gab es jetzt vor kurzem auch eine Initiative des Gesetzgebers, Philipp. Richtig, genau. Weil es so ein bisschen Unklarheit gab. Es war eigentlich geregelt, aber irgendwie auch nicht. Und deswegen war es so ein bisschen unklar. Und deswegen hat der Gesetzgeber am 29. Juni in einem, so ein bisschen kurios, im zweiten Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen für zur Bewältigung der Corona-Krise hat also der Gesetzgeber versucht, diese Beuterückholung neu zu regeln. Also das ist dann so ein Gesetz, da stehen eigentlich Änderungen für alle möglichen Paragraphen drin, von allen möglichen Gesetzen, um diese Corona-Krise zu bewältigen. Und unter anderem stand eben auch da drin, wir regeln den Paragraphen 375a der Abgabenordnung neu. Und da steht dann sinngemäß drin, die Verjährung der Steuerschuld, also nur weil das verjährt ist, verhindert nicht, dass wir uns die Steuerschuld zurückholen. Damit sozusagen die erbeuteten Steuergelder, die kann sich der Staat nach diesem Gesetz, was beschlossen wurde, auch zurückholen, wenn die Steuerschuld eigentlich verjährt ist. Damit hat der Bundestag gesagt, dachte er eigentlich, damit zerren wir das jetzt mal gerade, machen das ganz eindeutig, das Gesetz wurde verabschiedet und dieser neue Paragraph 375a von der Abgabenordnung, so das wichtigste Steuergesetz eigentlich in Deutschland, der gilt jetzt und damit dachten alle, wunderbar, dann kommen wir ja jetzt auch an diese Cum-Ex-Milliarden unter anderem ran, obwohl die Steuerschuld eigentlich verjährt ist. Aber in demselben Gesetz. In demselben Gesetzespaket, ja, das war so eines dieser typischen Artikelgesetze, ich glaube sogar Artikel 97, also ganz, ganz, ganz viele Detailregelungen hintereinander. In diesem selben Gesetz hat das Bundesfinanzministerium jetzt noch einen weiteren Paragraphen eingefügt, in diesem Fall einen Paragraphen 34, in das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung. Und da steht drin, dass die Möglichkeit dieser Beuterückholung, die sie eigentlich gerade erst eingeführt haben im 375a Abgabenordnung, nur gelten soll für alle am 1. Juli 2020 noch nicht verjährten Steueransprüche. Mit anderen Worten, für alle bis zum 30.06.2020 verjährten Steueransprüche gibt es so eine Art Amnestie. Sprich, alle Cum-Ex-Fälle de facto. Und das ist genau das Problem. Das heißt, man hat im Grunde ein Amnestiegesetz erlassen, insbesondere für die Cum-Ex-Fälle. Es gilt natürlich nicht nur für Cum-Ex-Fälle, aber wirtschaftlich bedeutsam ist es für die vielen, vielen Milliarden an Steuern, die in diesen Cum-Ex-Fällen bisher nicht gezahlt worden sind, die man sich hätte zurückholen können, spätestens durch den 375a der Abgabenordnung, die man sich jetzt aber doch nicht mehr zurückholen kann, durch den parallel eingeführten Paragraph 34 im Einführungsgesetz zur Abgabenordnung. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, Philipp, kann das denn wahr sein? Kilian Wegner, Jurist, schreibt im Verfassungsblog, Zitat, für bereits verjährte Ansprüche aus Cum-Ex-Sachverhalten bedeutet das, die Tatbeute darf einbehalten werden, dem Fiskus gehen womöglich Milliarden verloren. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt das? Ja, die Abgeordneten stimmen über das Gesetz ab, in dem klaren Willen auch solche Gelder zurückzuholen und dann, so insinuiert das auch Kilian Wegner und auch in der Süddeutschen, schmuggelt mehr oder weniger das Bundesfinanzministerium diesen anderen Paragraphen da rein, der das aufhebt. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Und Hintergrund ist, dass es mal wieder, weil es ja alles schnell gehen musste wegen Corona, ne, kein ganz normales Gesetzgebungsverfahren war, wo es irgendwie einen Gesetzentwurf gibt, der dann lang und breit beraten wird im Parlament, sondern es war halt eins dieser Eilgesetze, ja, das gar nicht über einen ganz normalen Entwurf des Bundeskabinetts im Parlament gelandet ist, denn dann müsste erst der Bundesrat angehört werden, sondern stattdessen hat man
hat man das zwar im Bundesfinanzministerium erarbeitet, dann aber die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen diesen Text einbringen lassen. Das geht dann immer über diese berühmt-berüchtigten Formulierungshilfen. Ja, das reißt ja immer weiter ein, dass die Bundesregierung also den Weg, den das Grundgesetz eigentlich vorsieht, Entwurf der Bundesregierung wird im Kabinett beschlossen, geht in den Bundesrat, dann in den Bundestag. Dieser normale Weg wird immer mehr umgangen dadurch, dass man halt einfach quasi einen Text schreibt in einem Ministerium und der geht dann per E-Mail an die Bundestagsfraktionen, die Koalition tragen, und wird dann von denen per Copy and Paste in einen Gesetzentwurf eingebracht. Ja, so muss, das heißt, und da ist dann formal ein Gesetzentwurf aus der Mitte des Parlaments, der aber der Sache nach aus einem Ministerium stammt. Und dann, Stichwort Corona, musste das alles natürlich noch wahnsinnig schnell gehen. Das heißt, man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Bundesfinanzministerium diese Norm in das Gesetz reingeschmuggelt hat, denn tatsächlich hat im Bundestag das jedenfalls, soweit man das aus den Protokollen erkennen kann, so schreibt Kilian Wegner, ich habe die jetzt nicht alle nochmal gegengelesen, kann man nicht erkennen, dass im Bundestag dieser Paragraph 34 EGAO irgendeine Rolle gespielt hat. Das heißt, niemand hat über den gesprochen, niemand wollte dieses sogenannte Rückwirkungsverbot regeln, sondern man wollte regeln, dass tatsächlich auch längst verjährte Steuerschulden noch geltend gemacht werden können mithilfe der Einziehung, deswegen 375a der Abgabenordnung. Genau. Und die Frage ist natürlich jetzt an das Bundesfinanzministerium, warum? Warum habt ihr diesen Paragraphen da eingeführt? Und das Argument ist geäußert gegenüber der Süddeutschen, ja, es gibt das Rückwirkungsverbot. Die Idee ist ja im Prinzip in Ordnung. Die Bürger, Bürgerinnen, Firmen sollen sich einfach darauf verlassen können, dass Gesetze nicht im Nachhinein geändert werden. Der sogenannte Vertrauensschutz. Ja, du machst irgendwas, du investierst, du organisierst dein Leben nach bestimmten Regeln und dann soll halt nicht 10 Jahre später irgendwie rumkommen, oh ja, wir ändern diese Regeln aber rückwirkend und du musst irgendwie deine Investitionen wegwerfen oder Geld nachzahlen oder so. Das macht ja im Prinzip Sinn. Das Bundesverfassungsgericht hat das, glaube ich, auch x-mal gestützt, lässt aber unter ganz bestimmten Bedingungen Ausnahmen zu. Also lässt unter ganz bestimmten Bedingungen zu, dass Gesetze auch mit der rückwirkender Wirkung geändert werden. Nämlich, wenn der Staat ein legitimes Ziel verfolgt und diese Mittel dazu geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sind. Dann ist es erlaubt, Gesetze zu ändern, die auch rückwirkend Wirkung haben. Wie zum Beispiel sagen, ja, es ist alles verjährt bei dir, aber deine Steuern, die du dir ergaunert hast, die hätten wir trotzdem gern zu. Ja, man muss da wiederum genau hingucken. Also es gibt dieses Rückwirkungsverbot gilt in verschiedenen Rechtsgebieten oder auf verschiedenen Rechtsgebieten unterschiedlich stark. Also im Bereich des Kernstrafrechts, also was ist überhaupt strafbar, gilt ein strenges Rückwirkungsverbot. Das regelt sogar das Grundgesetz in Artikel 103 Absatz 2. Da heißt es nämlich, eine Tat da kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Ja, also keine rückwirkende Begründung der Strafbarkeit. Das ist übrigens ein uralter Grundsatz, galt schon bei den alten Römern unter dem Schlagwort nulla pöna sine lege. Ja, das gilt auch hart und da gibt es auch keine Ausnahmen davon. Und das gilt zum Beispiel auch für Verjährungsvorschriften. Also man kann für eine Straftat, die bereits verjährt ist, kann man nicht im Nachhinein die Verjährungsvorschriften ändern. Einmal verjährt, okay. Immer verjährt. Okay. Aber hier geht es ja eben gerade nicht um die Bestrafung, also quasi die Verhängung einer Kriminalstrafe wegen eines begangenen Unrechts, sondern es geht nur um die Einziehung der Tatbeute. Das ist zunächst mal kein Fall der strengen strafrechtlichen Rückwirkung oder des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots aus Artikel 103 Absatz 2 des Grundgesetzes, sondern da gilt nur das in Anführungsstriche normale Rückwirkungsverbot. Hier, Philipp, du hast es schon dargestellt, gelten zwar auch verfassungsrechtliche Grenzen, ja, aber eine solche Rückwirkung ist nicht strikt verboten, sondern muss nur verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden. Und da muss man sich die Frage stellen, oder im Grunde muss man sich zwei Fragen stellen. Zum einen, kann sich denn überhaupt, wer Cum-Ex geltend gemacht hat, auf sowas wie ein Vertrauen berufen? Kann es überhaupt ein Vertrauen darauf geben, quasi den Fiskus schädigen zu dürfen? Ja, also würde ich ja nicht sagen. Ne? Also ich finde ja auch diese Frage, war das jetzt legal oder illegal, auf einer bestimmten Ebene für zweitrangig, weil wenn du einmal Körperschaftssteuer zahlst und sie dir dreimal vom Fiskus zurückholst, dann musst du merken, das ist nicht in Ordnung. Und ich finde, sowas sollte keinen Vertrauensschutz genießen. Und außerdem auf der anderen Seite, wenn das jetzt so durchkommt, ja, und wenn diese Beute bei denen bleibt und diese Steuerschulden, dann finde ich, wird das Vertrauen der Leute in den Rechtsstaat extrem beschädigt. Das finde ich, spricht eindeutig dafür, dass es in diesem Fall durchaus zumindest hätte riskiert werden müssen, vom Bundesfinanzministerium zu sagen, wir holen uns das zurück. Und wenn dann jemand vors Bundesverfassungsgericht gezogen wäre,
dann hätte das Bundesfinanzministerium das durchaus durchkämpfen sollen. Und jetzt schreibt die SZ, das Bundesfinanzministerium habe den Fehler bemerkt oder sei da zumindest auch ins Nachdenken gekommen, ob das denn jetzt alles so richtig gelaufen ist. Ich habe das Bundesfinanzministerium gestern angemeldet mit ein paar Fragen, mit der Bitte um Antwort bis heute 11 Uhr. Sinngemäß, plant ihr denn jetzt eine Änderung? Wie ist denn dieser Paragraph 34a da zustande gekommen? Oder 34, sind da jetzt irgendwelche Änderungen geplant und wenn ja, wann und wie? Also diese Fragen blieben bis jetzt unbeantwortet. Also momentan gilt diese Sperre aus dem 34 EGAO. Ja, man muss aber dazu sagen, diese Sperre könnte man natürlich jederzeit aufheben. Ne? Also man kann diese Sperre jetzt löschen. Das heißt also eigentlich, wenn das Bundesfinanzministerium es ernst meint mit der Verfolgung wenigstens der Cum-Ex-Straftäter in der Weise, dass sie ihre Erträge abgeben müssen, dann müsste man jetzt sofort beim nächsten Gesetzentwurf der Bundesregierung oder meinetwegen auch bei der nächsten Formulierungshilfe eine Streichung dieses Paragraphen 34 EGAO vorsehen. Denn der Witz ist ja, dass diese Dinge schon vorher verjährt waren. Das heißt also, der 34 AO hat jetzt nicht etwa die Rechtslage verändert, sondern er regelt eine Ausnahme, von der Regel, die ja sonst gilt, dass auch verjährte Dinge noch der Einziehung unterliegen. Und insofern kann man den auch jederzeit wieder löschen, ja, oder wieder streichen. Das heißt also, die Streichung des 34 EGAO wäre nicht ihrerseits ein Verstoß gegen den Vertrauensgrundsatz. Und das Zweite muss man ja sagen, Stichwort, die Frage, ist nicht ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot ausnahmsweise zu rechtfertigen. Na, die Bundesregierung ist ja sonst in allen anderen Rechtsgebieten auch der Meinung, dass diese Einziehung trotz strafrechtlicher Verjährung in Ordnung ist. Ja, also gegen diese Norm des Strafgesetzbuchs, ich glaube 76 StGB, gibt es ja auch Verfassungsbeschwerden. Und da kämpft die Bundesregierung wie eine Löwin dafür, dass die Einziehung trotz Verjährung der Straftat weiter funktioniert. Ja, da gibt es in Karlsruhe längst ein anhängiges Verfahren. Und nur im Fall der Cum-Ex-Fälle, nur in dieser Situation ist man der Meinung, dass Rückwirkungsverbot mache es unmöglich, diese Gelder noch einzuziehen. Das ist total inkonsequent. Ja. Darauf weist Kilian Wegner hin, das haben wir uns nicht ausgedacht. Er hat das, finde ich, sehr schön rausgearbeitet. Habilitant übrigens an der Bucerius Law School in Hamburg. Hat er sehr schön rausgearbeitet und da muss man ganz ehrlich sagen, das stinkt zum Himmel. Ja, wenn die Bundesregierung nur für die Cum-Ex-Fälle und vergleichbare Fälle, aber das betrifft vor allem Cum-Ex, nur für diese Sachverhalte ausnahmsweise findet, dass das Rückwirkungsverbot greift. Und Kilian Wegner schreibt, ihr recht präziser Zuschnitt auf Cum-Ex-Täter macht zudem den ungünstigen Eindruck, dass die nachsichtigen Strukturen, die Cum-Ex in seinem Umfang erst ermöglicht haben, weiter fortwirken. Denn bei gewöhnlichen Straftätern, du hast es eben gesagt, lässt es die Regierungsmehrheit auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Rückwirkung Anwendung des Einziehungsrechts auf verjährte Strafen ankommen. Und ich habe dazu Konrad Duffy mal gefragt, Referent bei der Bürgerbewegung Finanzwende, also so einem Verein, der sich für Finanzbelange aus Bürgerperspektive einsetzt, was er denn von diesem ganzen Vorgang hält. Und Duffy sagt: Bewahrheiten sich die Berichte dazu, wäre das wirklich ein weiterer Skandal in einem nicht enden wollenden Skandal. Macht man einen Schritt vorwärts, wird man 5 Schritte zurückgeworfen. Gerade hatten wir den ersten strafrechtlichen Erfolg im März und es gab Hoffnung, Teile des Geldes zurückzubekommen. Da gibt es einen so herben Rückschlag. Es würde mich absolut nicht wundern, wenn wir erfahren, dass der BDB auch hier eine Rolle gespielt hat. Wissen tun wir es aber natürlich noch nicht. Also BDB ist der Bundesverband Deutscher Banken. Diese Frage, die er in den Raum stellt, ist nun, hat also der Bankenverband wieder mal geholfen, diese Cum-Ex-Betrüger zu unterstützen, damit die ihre Steuerbeute behalten dürfen? Wir haben den Bankenverband gestern per Mail gefragt, einige Fragen gestellt. Was wissen Sie über das Zustandekommen von Paragraph 34? Was haben Sie da mitgewirkt? Welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem, wie das vor Jahren gelaufen ist, dass der Bankenverband ein Gesetz formuliert hat, was Cum-Ex erst richtig ermöglicht hat. Und die Antwort kam heute Morgen, Zitat vom Bankenverband. Der Bankenverband hat die Einführung des Paragraph 34 EGAO durch das zweite Corona-Steuerhilfegesetz nicht gefordert. Die Regelung war bereits in der Formulierungshilfe des Bundesfinanzministeriums für die Fraktionen von CDU, CSU und SPD enthalten. Fragen zur Formulierung und zu den Motiven bitten wir daher direkt an den Gesetzgeber zu richten. Wie gesagt, Bundesfinanzministerium hat uns nicht
geantwortet. Alle anderen Antworten, also welche Konsequenzen ziehen Sie eigentlich daraus? Wie kann man mehr Transparenz herstellen für die Lobbyarbeit von Finanzunternehmen? Da sagt der Bankenverband, da seien die Antworten im Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex gegeben worden. Ja, bitte, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ne? Das ist so ein bisschen das genau, Ding. Genau, also, komplexes ja, Thema, ja. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil das eben, weil es so komplex ist und weil es aber um den größten, zumindest Steuerskandal, zumindest in der deutschen Geschichte geht. Mindestens rund 10 Milliarden Euro sind da aus der Steuerkasse entwendet worden. Und weil es hier um so wichtige Rechtsfragen, auch Gerechtigkeitsfragen gibt, finde ich, ist das ein total wichtiges Thema, was man einfach nicht aus den Augen verlieren darf. Und gerade wenn es den Anschein macht, und sei es nur den Anschein macht, dass diese Mechanismen der Einflussnahme der Finanzindustrie auf Gesetzgebungsverfahren weiter bestehen, dann finde ich, muss man da genau hingucken. Ja, also ehrlich gesagt, finde ich, ist einfach jetzt ein Lackmustest, was das Bundesfinanzministerium jetzt macht, nachdem klar ist, ja, dass der 34 EGAO diese dramatischen Folgen hat und den Fiskus einen zweistelligen Milliardenbetrag kostet. Ne? Da muss man ganz einfach sagen, diese Norm muss sofort gestrichen werden bei nächster Gelegenheit. Ja, und damit herrscht dann nämlich Gleichbehandlung. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt ja diesen Verfassungsrechtsstreit um die Rückwirkung im Großen und Ganzen, der in Karlsruhe längst liegt. Und dann könnte man nämlich einfach die Karlsruher entscheiden lassen, dem jetzt vorzugreifen mit einer Sonderschutznorm für insbesondere Cum-Ex-Täterinnen und Täter, finde ich geradezu bizarr. Und da, wie gesagt, das ist der Lackmustest. Wie hältst du es mit den Cum-Ex-Tätern, liebes Bundesfinanzministerium? Wir kommen noch zu einem letzten Thema, was noch im Beginn, im Werden ist, würde ich das mal nennen. Aber es riecht schon streng, würde ich denken. Also Hintergrund ist, es gab in den letzten Jahren ungefähr 70 Anschläge in Neukölln, Berlin, auf Menschen, die sich im weitesten Sinne gegen Rechtsextremismus, rechte Tendenzen engagieren. Und es ermittelt die Polizei seit langer Zeit ohne Erfolg. Und alle haben sich mir gefragt, warum kommen die da nicht voran? Ist das denn so schwierig? Warum passiert denn da nichts? Und nun tauchen also mehr oder weniger durch Zufall beunruhigende Hinweise auf, die andeuten, warum die Täter immer noch frei rumlaufen dürften. Und da geht es im Kern um den Hauptverdächtigen, einen früheren Neuköllner AfD-Politiker, Thilo P. Und eine Opferanwältin hat sich beschwert und das hat zu internen Prüfungen geführt bei der Staatsanwaltschaft. Und Mitarbeiter sind also mehr oder weniger zufällig durch Protokolle gegangen von Telefonabhörmaßnahmen, bei denen halt Thilo P. und Sebastian T., ein anderer Verdächtiger, abgehört wurden. Und dann ist dieser Mitarbeiter also durch diese Telefonprotokolle gegangen und hat gelesen, wie P. angeblich sagt, er sei vom Leiter der Berliner Staatsschutzabteilung vernommen worden und der habe ihm gesagt, lieber P., mach dir mal keine Sorgen, ich bin selber AfD-Wähler, soll der Leiter der Staatsschutzabteilung bei dieser Vernehmung gesagt haben. Dann soll der ermittelnde Staatsanwaltschaft auch von diesem Abhörprotokoll gewusst haben und nicht eingeschritten sein. Ja, und das ist natürlich, wenn es denn so stimmt, ein totaler Skandal. Ja, dann, wenn es denn so stimmen würde, wäre die Botschaft ja quasi, dass da wegen einer Kumpanei zwischen Rechtsextremen bestimmte Straftaten nicht verfolgt worden wären. Ja, wenn es denn so wäre. Ja. Nun muss man immer dazu sagen, es handelt sich um eine Angabe, die der P. in einem abgehörten Telefongespräch macht. Es kann natürlich sein, dass der sich einfach nur gegenüber irgendeinem anderen damit gebrüstet hat, ja, oder dass er da irgendwie rumfantasiert hat. Das ist alles nicht ausgeschlossen. Das wissen wir jetzt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Telefongespräch, wo er zunächst mal nicht dachte, dass er da abgehört wird, wahrscheinlich. Na, man weiß es einfach nicht. Also auf jeden Fall riecht das alles natürlich gar nicht gut. Die beiden beteiligten Staatsanwälte, also der Leiter dieser Staatsschutzabteilung und der ermittelnde Staatsanwalt, sind jetzt wohl an anderer Stelle tätig und die Generalstaatsanwaltschaft, also quasi die vorgesetzte Behörde der Staatsanwaltschaft Berlin, hat jetzt die Ermittlungen an sich gezogen, damit es endlich mal vorangeht. Und weil es, und das war die offizielle Begründung, und weil es irgendwie, glaube ich, den begründeten Verdacht gibt, dass die ermittelnden Staatsanwälte befangen sind. Ja, natürlich. Das bedeutet das ja. Ne? Einfach, weil es nicht vorangeht, man hätte ja sonst einfach sagen können, man lässt es jetzt mal andere Staatsanwälte aus der Staatsanwaltschaft machen. Das ist also schon ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, dass jetzt quasi die vorgesetzte Behörde die Ermittlung selber führt. Also die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt normalerweise nur in Terrorfällen. Ne?
oder in ganz wenigen High-Profile-Fällen. Das muss man schon sehen. Also das ist ein totaler Ausnahmefall, dass sie die Ermittlungen überhaupt an sich ziehen. Und das zeigt aus meiner Sicht die große Nervosität. Man sieht natürlich einfach in den Staatsanwaltschaften, dass das eine absolute Katastrophe ist für das Ansehen des Rechtsstaats. Wenn da so eine Nazi-Kumpanei zutage tritt, ne? Wenn da also quasi der eine, wenn das denn so wäre, wenn da also gleich mehrere Staatsanwälte wegen irgendwelcher rechtsradikalen Tendenzen dafür sorgen, dass diese Ermittlungen ins Leere laufen. Also das wäre wirklich eine echte Katastrophe. Das ist natürlich etwas, was, wie soll ich sagen, gerade Anwältinnen und Anwälte, die eben mit Menschen aus der linken Szene zu tun haben, ständig sagen, ja, dass es da eben an, dass einfach, wenn es gegen Rechtsextreme geht, wischiwaschi und lasch ermittelt wird. Ich habe da bislang aber so ein bisschen, ehrlich gesagt, mit einer gewissen Skepsis reagiert, weil ich dachte, meine Güte, also so krass wird es ja wohl noch nicht sein. Aber hier scheint es eben tatsächlich, wenn das denn so stimmt, was Thilo P. am Telefon gesagt hat, einen solchen Fall zu geben, wo tatsächlich aufgrund politischer Kumpanei Straftaten nicht verfolgt worden sind. Und das ist ja jetzt irgendwie hier kein Wischiwaschi, ne? Wir reden ja nicht irgendwie mal von einem an der Wand gesprühten Hakenkreuz, sondern das sind ja schwerste Straftaten. Da sind Autos in Brand gesteckt worden, um ein Haar Menschen zu Tode gekommen, wer beinahe vorher mal auf Gebäude übergegriffen hätten und so. Also sind wirklich, da geht es richtig zur Sache. Und wenn man sich dann zum Beispiel ermittelt, was für eine Riesenwelle die Berliner Ermittlungsbehörden gemacht haben, als vor Jahren mal so eine Serie durch die Stadt ging, wo aus politischen Gründen mutmaßlich, weiß man ja nicht, Autos in Brand gesetzt wurden. Ne? Da war also fast Ausnahmezustand in Berlin, Funkzellenabfragen jeden Tag und so, also wirklich krass. Und hier ging es jahrelang nicht voran. Also was einfach auffällt, ist diese ganz unterschiedliche Sensibilität. So wirkt es jedenfalls von außen. Also ich muss immer dazu sagen, ne, ich arbeite ja selbst beim Berliner Justizministerium, aber ich habe da überhaupt keine Insiderkenntnisse. Abgesehen davon, dass ich noch im Urlaub bin, dürfte ich ja auch Insiderkenntnisse nicht preisgeben öffentlich. Ne? Also muss man ganz klar sagen, ich kann das jetzt nur als journalistischer Beobachter schildern, aber von außen, auf mich jedenfalls wirkt, hat das seit Jahren ganz merkwürdig gewirkt, dass da im Bereich Neuköllner Rechtsterror nichts vorangeht. Und insofern, sagen wir mal so, wir wissen nicht, ob es stimmt, was Thilo P. sagt, aber es passt ins Bild, dass diese Ermittlungen so wenig ertragreich waren im Vergleich zu anderen Ermittlungen, die offensichtlich der Polizei und der Staatsanwaltschaft politisch wichtiger waren. So. Ja, und es passt in das Bild, dass wir halt über die letzten Monate an allen Ecken und Enden staatlicher Institutionen Netzwerke entdeckt haben, in denen Rechtsextreme sich vernetzt haben, organisiert haben, über Jahre Waffen besorgt haben. Nordkreuz, Hannibal, das sind alles Stichworte, die wir hier auch schon behandelt haben, wo sich Rechtsextreme, Rechtsradikale vernetzt haben und in diesen Netzwerken viele Polizisten, viele Soldaten, viele Reservisten zu finden waren. Und die New York Times hat auch nochmal einen langen Artikel geschrieben, der mehr ist als nur eine Zusammenfassung der deutschen Presseberichterstattung, sondern die Korrespondentin hat sich auch mit vielen aus diesen Netzwerken Nordkreuz und so auch schon Verurteilten getroffen und hat da wirklich einen ganz erhellenden und sehr besorgniserregenden Artikel dazu geschrieben. Außerdem verweisen wir natürlich auf die Berichterstattung der Kollegen der Taz, die sich da und Kolleginnen, die sich da sehr verdient gemacht haben. Also das, denke ich, ist ein Thema, auf das man noch viel genauer wird gucken müssen und wo wir, glaube ich, erst sehr, sehr am Anfang sind, das aufzuarbeiten, was durch diese Blindheit auf dem rechten Auge in sehr, sehr vielen deutschen Institutionen sich da hat im Stillen bilden können an rechten und rechtsradikalen Netzwerken. Da fürchte ich, da werden wir noch einiges sehen. Und wenn sich das hier bewahrheitet, ist das wieder ein Puzzlestein. Und von Einzelfällen, glaube ich, kann man da bundesweit nicht mehr reden. Okay, das würde ich sagen, war die Lage von dieser Woche. Die Lage ist ausführlich und abschließend erläutert, wie ihr das gewohnt seid. Wir sind zurück aus der Sommerpause, das habt ihr gemerkt. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung. Ja, in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns immer über eure Bewertung, auch bei iTunes, wenn ihr mögt. Schenkt uns ein paar Sternchen und vor allem empfehlt uns weiter. Das ist immer noch die beste Werbung für die Lage. Wenn es euch Spaß gemacht hat, ladet eure Freunde ein, mal reinzuhören. Das hilft uns sehr. In diesem Sinne, bis ganz bald, ein schönes Wochenende. Ciao. Bis dann, tschüss.